Gestern habe ich doch mal wieder den Blick in die Kommentarfunktion meines YouTube-Dashboards gewagt. Und auf einmal hatten da sich so vermehrt irgendwelche komischen Kommentare eingeschlichen, von wegen, du hast aber ganz schön viel Meinung für ganz wenig Ahnung. Bist wohl salty, weil du deine Bitcoins bei 8000 verkauft hast? Ey, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung von Crypto, yo. Ich dachte mir so, hä? Wo kommen die denn auf einmal her? Hat da der Crypto Gang Boy eine Ansage gemacht hier oder was? Hat der mein Video in seiner Story auf Instagram geteilt oder sowas? Nee, hat er nicht. Noch viel besser. Er hat tatsächlich ein Antwortvideo gemacht hier. Das heißt, 2000 Dollar am Tag habe ich euch belogen. Reaction auf Marvin Refugee. Und das geben wir uns jetzt. Aber volle Röhre. Aber schönen guten Morgen, meine Meisters und Meisterinen. Was heißt schönen guten Morgen, schönen guten Abend und was geht Kryptogang? Freunde, was wir hier heute machen, ist tatsächlich eine Reaction auf eine Reaction, nämlich der YouTuber. Und wir machen die Reaction auf die Reaction der Reaction. Fuck yeah. So eher aus dem Rap-Video-Reaktionsbereich oder Interview mit Rappern-Reaktionsbereich, keine Ahnung, namens Marvin G. Review. Andere kennen. Also, dass er den Return on Investment nicht richtig ausspricht, ist ja noch okay. Aber dass er mich jetzt hier Marvin G. Review nennt und mich aber hier auch noch korrekt verlinkt hier an der Stelle, ist doch schon wieder eine dreiste Disserei hier von Crypto Gang. Ich kenne ihn auch unter Marvin California. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Na, das war schon richtiger. Grüße gehen zurück, mein Bester. Hat eine Reaction auf das Interview von mir, Kollege, zum Thema Leandro Lopez und Krypto gemacht. Dir, Kollege, und dem Projektleiter des Leandro Lopez-Schuhs. Warum wird der nicht erwähnt? Ach, weil der zufällig dabei war. Mir wurde das zugespielt und was wir jetzt machen werden, ist, haben wir noch nie gemacht. Wir werden jetzt eine Reaction auf die Reaction machen, liebe Freunde. Es wurde ihm zugespielt und er hat sich bestimmt noch nichts davon vorher angeschaut, ne? Freunde. Dabei wird das wie folgt ablaufen, weil das Video vom lieben Marvin, der manchmal Großbild Activated, weggeht über eine Stunde. Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Wir machen das jetzt hier nicht eine Stunde. Ich aus meiner Perspektive, wie ich jetzt hier sitze, ich werde es mir natürlich jetzt eine Stunde angucken müssen, aber ich begrenze das dann in dem Endprodukt, was ihr seht, auf die Teile, auf die ich halt reagiere, weil viel bei Reactions ist ja immer gucken und schweigen und nichts machen. Aber die Teile, auf die ich reagiere, die werde ich... Da bist du bei meinem Kanal falsch, Digga. Ja? Ich rede sehr viel, gerne und lange und schweife auch gerne extrem ab, ja? Ich euch auf jeden Fall zur Verfügung stellen und wenn ihr euch natürlich als Referenz dazu das gesamte Video von Marvin angucken möchtet, ist es natürlich, ne, also Hack, wem Hack gebührt, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und wer das absoluter Ehrenmann ursprüngliche Video mit Kollega sehen möchte, das habt ihr natürlich auch verlinkt. Und ich würde an der Stelle sagen, liebe Freunde, dann starten wir mal rein in den Spaß, aber ihr kennt das nach dem Intro. Ab geht's. Ja, Mann, ey. Hello, Crypto Gang. Greeting from Savox. Kollege, der Weltmonarch. Achso, jetzt haben wir lange nicht mal gemacht, so eine Reactionception, ne? Ich muss mich mal hochschieben jetzt hier, weil sonst überdecke ich mein eigenes Standbild. So, guckt mal hier, ja? Warum guckt denn der sich das hier in so einer scheiß Qualität an, Alter? Was da los hier bei dem Crypto-Gang-CEO? Macht da der 10 Jahre alte Laptop nicht mit, oder was, wenn er sich das auf HD hier reinzieht hier? Wo sind denn die Krypto-Millionen investiert? Anscheinend nicht in Technik. Der Boss hat sich getroffen mit den Boys von Crypto Gang. 360p Crypto Boss, jawohl. Alpha Music Empire X Crypto Gang. Die Kollabo, auf die wir gewartet haben, meine Freunde, ja? Boah. Ich bin schon lustig, muss man schon sagen. Boah. Wir wissen ja alle, dass der Boss. Ich verstehe, warum ihr mir zuschaut. Auf jeden Fall durchaus kryptoaffines und auch NFT-mäßig auf jeden Fall sehr, sehr präsent war, ja, als dieser kurze Hype mal irgendwie so überall am Stüssel war. Übrigens mache ich direkt Großbild Activated, wen es stört, weil ich werde mir das jetzt eine Stunde lang reinziehen. Wen es stört, dass ich mir jetzt ab und an eine rauche. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir keinen Stuhl. Finde ich asozial, ja. In Reactions zu rauchen, Alter, widert mich an, förmlich. Ein Video angucken, ohne zu rauchen. Wirklich sorry an der Stelle dafür schon mal. Das kann nur... Wieso hat er einen Schwarz-Weiß-Filter drauf? Keine Ahnung, vielleicht erkennt man da die Raufasertapete im Hintergrund nicht so gut. Fett werden, Alter. Lass uns direkt reingehen. ALM Production. Oh, 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 oh. Thema Knecht. Also das Intro von meinem Bruder mag er auf jeden Fall schon mal. Das Logo von meinem Bruder. Knechte wäre hier schon direkt in den ersten 5 Sekunden gekommen. Ja,
Freunde, Moinsen, meine Meisters und Meisterinen und was geht, Kryptogang? Ich hoffe, mit unserem neuen Soundsystem hier läuft, also man hört uns ganz gut. Wie ihr seht oder wie ihr auch nicht seht, aber ich erkläre es euch, stehen wir hier heute am Hyatt Hotel in Düsseldorf und ich hatte euch ja gesagt... Boah, da ist der Boss ja ganz weit gefahren hier, ja? Ich habe was vor, okay? Und wir haben da was Krasses auf die Beine gestellt, was Cooles organisiert für mich. Was meint ihr, wie alt der Bruder ist? Fragt. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich nenne ihn jetzt Crypto Bro. Crypto Bro sieht gleichzeitig alt und jung aus. Wisst ihr, was ich meine? Also gleichzeitig könnte der Bruder 17 sein und einfach nur extrem hoch schon gewachsen sein, ja? Aber der könnte auch einfach Ende 30 sein und noch ein bisschen Milchbubiface haben. Ich weiß es nicht, Digga, ja? Schwer zu sagen, Alter. Ich persönlich und ich hoffe auch für euch. Irgendwas zwischen 17 und 46. Da würde ich mitgehen. Euch. Ihr werdet ja gleich sehen, worum es geht. Oder ihr seht schon im Thumbnail und im Titel. Ich. Im was? Persönlich und ich hoffe auch für euch. Wie gesagt, also es ist eigentlich auch kein Problem, wenn man TH-Schwäche hat. Ja, ich sage jetzt gleich, ja, TH-Schwäche, hier drin, man. Damit möchte ich natürlich auch keinen hier zu nahe treten, der irgendwie Probleme hat, TH richtig auszusprechen. Aber das Problem ist halt, wenn man halt so einen Kanal macht, ja. Und ich meine, ich musste auch kein Video von ihm vorher gesehen haben, um zu wissen, was das für ein Kanal ist, Digga. Ja, ich habe viele solche Kanäle schon gesehen, ja. Das ist alles, die machen auf International und Worldwide Business und Cryptocurrency und alles drum und dran. Dann wirkt es halt schon ein bisschen cringy und dann finde ich, ist ein kleiner Joke am Rande auch okay. Ihr werdet ja gleich sehen, worum es geht oder ihr seht schon im Thumbnail und im Titel. Ich würde sagen, wir haben... Im Thumbnail... TH-Schwäche denn, man? Haben wir heute ja, da hat er recht. Ich habe auf jeden Fall so eine leichte TH-Schwäche. Thumbnail, Thumbnail, da bin ich nicht immer so ganz auf der Höhe, aber ich denke, das kann man mir verzeihen. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige mit in Deutschland. Ganz, ganz speziellen Gast. Aber man merkt schon, er ist eigentlich ganz lässig, ja. Also es ist nicht so, dass er sich hier direkt getriggert fühlt und direkt verletzt fühlt in seiner Ehre, in seinem Stolz, in seinem Crypto-Bro Alpha-Maskulins-Getue oder sowas, ja. Eigentlich bisher geht das vollkommen klar, was er hier macht, ja. Freunde, indem wir interviewen zu Sachen Krypto etc. pp. Und wir gucken mal einfach, worum es heute geht, wie es wird und wen wir da jetzt so treffen. Mitkommen. Man muss auch die Analogie ziehen. 2017 war der Bitcoin, ich habe im... Jetzt sehen wir zwei Crypto-Bros und zwei Marvin Californias. Der Weltmonarch extrem unterrepräsentiert an der Stelle, ja. Im Schnitt gekauft in dem Zeitraum 2016, 2017, 2018 für vielleicht 7.000 Euro. Das ist so. Ein sehr guten DCA. Ja, ja aber ja. Dann gibt es Leute, die haben für einen... Ich hatte mir auch mal welche für 8.000 besorgt. Hab den Mist dann aber wieder abgestoßen, nachdem das halt ewig lange irgendwo unterhalb 8.000 gedümpelt ist. Ja, so über ein Jahr. Und dann ist irgendwie wieder hoch auf 9.000 und ich dachte mir so, ey, ich hab keinen Bock, ja. Ich habe keinen Bock, mir das auf dem Schirm zu haben. Das hat mich nur noch abgefuckt, die Scheiße, ja. Für 8.000 gekauft und dann ewig lange rumgedümpelt, muss er also ungefähr im Zeitraum April 2018 gekauft haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das kann hinkommen. 2018. Ja, ich glaube, das kann hinkommen. Den Mist hat er dann abgestoßen, hat er jetzt gerade eben Mist genannt. Da weißt du dann schon im Prinzip, wo die Intention war bei dem Invest. Also wahrscheinlich eher weniger damit befasst, also mit der Frage, was kaufe ich da überhaupt? Nö, die Intention war einfach, mal einen wirklich verzichtenswert kleinen Betrag da reinzupacken und mal zu schauen, okay, was passiert da? Ja. Und ich habe mir dann für mich nach knapp über einem Jahr entschieden, dass es nicht mein Ding ist. Und ich mich lieber auf Aktien konzentriere oder andere Sachen. Crypto war für mich damit erstmal beendet. Und deswegen habe ich dann einen ganz kleinen Gewinn alles wieder rausgezogen. Und ich bereue das jetzt auch nicht, ja. Also, ich weiß nicht, was die Leute denken hier, ja. Wozu dient das? Was ist Bitcoin eigentlich? Das war wohl wahrscheinlich eher so eine Art Trittbrettfahrerentscheidung. So, ey, da reden ein paar Leute jetzt über Bitcoin, soll wohl der neue Scheiß sein, kaufe ich jetzt mal. Dann hat er den Mist abgestoßen, weil kein Bock. Na gut, aber natürlich jeder so, wie er will, Freunde. Hätte er mal weiter Bock gehabt, muss man an der Stelle sagen, und hätte er dann, weiß ich nicht, bei 60.000 verkauft im besten Fall, das wäre natürlich ein absolutes Träumchen gewesen. Ne? Was heißt absolutes Träumchen, ja? Also nochmal, es war kein Riesenbetrag, den ich drin hatte. 8 auf 60 hoch ist 7,5, ja. Versiebeneinhalbfacht. Ja, da hätte ich ein paar hundert Euro versiebeneinhalbfacht. Klar, wäre schön gewesen. Aber denkt ihr, ich hätte dann ausgecashed? Er sagt ja das gerade so, als ob man dann keine andere Möglichkeit hatte, bei 60.000
als auszucashen. Also ich hätte mir bei 60k gedacht, boah, Digga, das bei 60k, das geht doch 100 pro bei 100k rauf, ja? Booyah, let's go, hold it in, man, ja? Und dann hätte ich das Ding gehalten, bis es bei 10 wäre oder sowas, ja? Und dann hätte ich mich wieder drüber aufgeregt. Ist einfach nichts, was ich irgendwie cool fand, ja, wo ich mich gesehen habe zu der Zeit. Und deswegen hat er auch gerade gesagt, ja, kann jeder für sich entscheiden, ob er das macht oder nicht, Alter. Ist ja scheißegal, ne? So, keine Ahnung. Das ist ja im Endeffekt auch nur Glücksspiel. Du kannst das ja nicht beeinflussen, ja? Du kannst das nicht beeinflussen. So ein Quatsch, Alter, ja? Also, ich habe sozusagen anderthalb Jahre mich damit auseinandergesetzt, nur um endlich, ja, kann man schon sagen, ein bisschen drüber zu sein und dann halt mit 3,50 Mark Gewinn da wieder rauszuziehen, ja? Okay, anderthalb Jahre hat er sich natürlich nicht damit beschäftigt, Freunde. Hätte er das, hätte er Bitcoin und das Movement vermutlich ein bisschen besser verstanden, und sicherlich in Anbetracht. Das Movement, Digga, ja? Nach der Tatsache, dass Bitcoin ja daraufhin bei über 60.000 war, nicht froh, den Quatsch abgeschlossen zu haben. Das ist natürlich ein bisschen quatschig, Freunde. Aber, ey, wir sind hier auf jeden Fall eine Bubble, das muss man an der Stelle mal... Ja, der muss natürlich jetzt... Guck mal, der hat einen Kanal, der ist Crypto-Gang. Ja? Wenn er mir jetzt zustimmen würde und mir und sagen würde, ja, alles, worauf ich mich hier berufe, sind auch nur Prognosen. Ja? Und Prognosen haben eine Wahrscheinlichkeit, aber treffen nicht zu 100% sicher ein. Deswegen ist es eigentlich eine sehr, sehr shaky Nummer, die auf sehr wackeligen Beinen steht, dann wäre ja sein ganzer Kanal obsolet. Ganz klar so sagen und hat halt auch nicht, muss man zugeben, hat auch nicht jeder Bock, sich damit tief zu befassen oder zu versuchen, das zu verstehen. Er hat das wohl... Ja, da kann ich das noch so viel verstehen und mich noch so viel damit befassen. Trotzdem bleiben es Prognosen, Vorhersagungen, ja, die Nostradamus-mäßig von diversen Experten halt abgegeben werden, aber trotzdem kannst du doch nicht zu 100% sagen, der Kurs bleibt so und so. Sonst wäre es doch einfach auch so gewesen, dass man den Dip unter 8000 2018, den ich mitgemacht habe, wo das bis auf 2,5, glaube ich, runterging oder auf 3, hätte man den ja vorhersagen können, wenn das alles so sicher ist und wenn man genau weiß, wie die Waves gehen und alles drum und dran. Ja? Warum hat es denn da keiner vorhergesagt? Und auch dieses 60k Peak, ja, schön. Ja, geil. Da haben bestimmt noch ein paar Leute ausgecashed und alles drum und dran. Ist ja nice. Ja, schön. Trotzdem ist das Gambling. Das ist spekulativ. Das ist nicht sicher. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann ist das auch okay, meiner Meinung nach, ja. So als kurze Chance wahrgenommen, wie eben schon gesagt, ey, ich guck mal, was das wird, was da so geht, dann eben nicht damit befasst und halt, weiß ich nicht, ich würde es jetzt mal einfach unter zu schnell die Nerven verloren verbuchen. Im Nachhinein ist es natürlich schade für ihn, die Reise war ja eben nicht bei 9000 zu Ende. Aber, Freunde, ist ja nicht schlimm, also jeder wie er will. Würde ich dann trotzdem nicht unbedingt vielleicht so pauschalisiert direkt als Quatsch und Mist abtun und da... Ja, das ist halt, also wie auch er seine Bubble hat, habe ich halt auch meine Bubble, ja, wir reden halt hier so Quatsch, Mist, finde ich jetzt auch nicht so harte Worte, ja. Er ist natürlich jemand, der wahrscheinlich jede Nacht von Bitcoins träumt und auch Bitcoin-Bettwäsche hat und alles drum und dran und deswegen sich hier sehr getriggert und angegriffen fühlt, weil ich Bitcoins als Mist bezeichne, ja. Wenn dir das zu hart ist als Wortwahl, dann sei dir einfach nur gesagt, das ist halt unser Umgangston hier. Darstellen, weil ich halt im Prinzip zu früh die Nerven verloren habe. Kann ja im Prinzip auch Bitcoin und Krypto nichts dafür, ne? Und die Leute haben immer Panik, wenn es gerade hochgeht, fuck, ich bin zu spät dran. FOMO, ja. Aber ich bin immer Long-Term gewesen, ich war nie der, ich hatte zwar meine... Ja, FOMO ist, glaube ich, noch das Ding, worauf viele spekulieren auch, ja. Die jetzt, sagen wir mal, sehr viele Bitcoins halten. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber sehr wenige Leute halten sehr, sehr viele Bitcoins. Und das heißt, wenn die abstoßen, wird natürlich der Markt reagieren. Wenn die kaufen, wird der Markt reagieren. Ja, dementsprechend Kurs hoch, Kurs runter. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Whales wahrscheinlich irgendwie, Whales heißen die, ja, die Leute, die halt sehr, sehr viele Bitcoins haben, oder wir müssen jetzt nicht über Bitcoins reden, auch andere Cryptocurrencies sind davon betroffen. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Whales auf jeden Fall auch WhatsApp-Gruppen haben oder ähnliche, oder Discord-Gruppen oder sowas, wo die sich absprechen. Also da will ich jetzt mal sein Feedback hören, weil das ist doch Real Talk, Digga. Ja? Oder will er jetzt hier sagen, ist aber ganz viel Meinung mit ganz wenig Ahnung. Bruder, hast du mal wieder Bock, ein bisschen ein paar Millionen zu machen? Die ganzen Trottel, die ganzen kleinen Fische nah an den Herzinfarkt zu treiben mal wieder? Na klar, Brudi, was wollen wir abstoßen heute? Ja, keine Ahnung. 200 Millionen, 300 Millionen, halbe Milliarde, whatever. Ja, mach mal. Cool.
dann reagiert der Markt natürlich darauf, der Kurs bricht ein. Danke, Gates. Und dann kommt FOMO, Fear of Missing Out, und die ganzen Idioten verkaufen es weiter. Der Kurs fährt noch mehr bis ins Bodenlose und dann kommen die Whales zurück und kaufen es billiger wieder ein, was sie für einen höheren Preis verkauft haben. So machst du Money. Das ist auf dem Aktienmarkt auf jeden Fall nicht legal. Soweit ich weiß, wird das auf dem Kryptomarkt nicht reguliert. Von wem auch. Und das ist ja auch alles, was ich gesagt habe, Digga. Und ich weiß auch nicht, warum er die Stellen rausgeschnitten hat. Also ich bin der Meinung, bin mir zu 95% sicher, dass ich auch gesagt habe, dass das ein verzichtenswerter Betrag war, den ich da investiert habe. Das hat er rausgeschnitten, um mich darzustellen wie jemand, der bei 8.000 investiert hat mit allem, was ich habe, ja. Und dann hing ich da, ja, hab am Hungerstuch genagt für 1,5 Jahre und dann habe ich irgendwie bei 9.000 verkauft. Jetzt kann ich mir auch die ganzen Kommentare erklären, ja, die ich unter diesem Video dann hatte mit bist ja ganz schön salty, ne, weil du bei 8.000 eingestiegen bist und dann aber nicht gehalten hast. Ha, du Dovian. Oh Gott, ey, ja. Hätte er das nämlich mit reingenommen, würde das ganze Argument nämlich abschwächen. Dass ich da einfach mit ein paar hundert Euro mal ein bisschen rumgespielt habe. Elon Musk mit seinem Dogecoin, Alter. Hat er den gehypt? Ist der Kurs gestiegen? Dreimal drüber getweetet. Dogecoin is the future, Dogecoin to the moon, bla bla bla. Und dann irgendwann hat er gesagt, Dogecoin, nee, feiere ich nicht mehr. Ich nehme Abstand von dem Projekt. Kurs eingebrochen. Des Grauens, ja. Deswegen finde ich das immer ein bisschen niedlich, wenn man versucht, Leuten zu erklären, dass man analysieren kann und voraussagen kann, wie die Kurse gehen. Unrecht hat er ja an der Stelle nicht, ne? Also da gibt es eigentlich tatsächlich nicht viel hinzuzufügen. Verglichen mit dem Aktienmarkt, sei es jetzt Nasdaq oder S&P 500, ist in Krypto gemessen am, sag ich jetzt mal so, am Gesamtvalue, was da so zirkuliert etc. Ja? Im Prinzip ganz, 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 ganz wenig Geld drin. Das kannst du ja gar nicht, kannst ja die Analogie gar nicht ziehen. Also in Hochzeiten, weiß nicht, 2 Billionen oder so, das ist ein Lüftlein im Prinzip. Und da kommt es halt so auf den Prozess an. Mit fortschreitender Adoption, Einbindung in die Echtwelt, institutionelle Anleger, wo wir 2021 und vor allem auch 2022, nur da haben nicht so viele drüber geredet, weil es schon irgendwie normal geworden ist, haben wir eine Welle an Zuströmen und Akzeptanz gesehen. Dadurch wird das im Endeffekt halt auch besser, ne? Aber klar, Krypto ist eine super volatile Geschichte und heute können Whales, wie er richtig sagt, in Absprache mutmaßlich viel bewegen und manipulieren. Das ist so, das ist auch kein Geheimnis, aber im fortlaufenden Prozess wird das besser. Ist es ja auch schon tatsächlich geworden, aber... Aha, okay. Und woher weiß er das? Ist dieser Mann aus der Zukunft oder was ist hier los? Ja, das ist immer so dieses Prognosen und mögliches Eintreten gewisser Fälle immer direkt so, wie als ob es Fakten sind. Das können diese Krypto-Jungs ganz gut, Digga. Klar, Unrecht hat er zur aktuellen Timeline damit natürlich nicht. Ja, du hast es jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Also jetzt aktuell sind wir in einem Bärenmarkt. Das bedeutet, für die Leute, die es nicht wissen, dass wir aktuell von dem Punkt an, wo der Bullrun war. Also wenn der Markt bullisch ist, dann, ja, wenn der Markt bärmäßig ist, das vielleicht nur als kurze Erklärung nochmal. In gewissen Assets schon teilweise bis zu über 90% abkommen. Man kann die Kurse nicht vorhersehen, allerdings gibt es Analysetechniken, die dir Wahrscheinlichkeiten aufzeigen, wohin der Kurs gehen könnte. Nice, ja. Weißt du, woher die Quoten kommen bei Fußballspielen und so weiter? Oder bei MMA-Fights? Meinst du, die werden zufällig gewürfelt? Natürlich gibt es da auch Analysen, basierend auf vorherigen Spielen, Spieler, die verletzt sind, Spieler, die safe spielen und so weiter. So errechnet sich auch eine Quote. Das ist auch eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Mannschaft gewinnt. Ja, dann viel Glück, ja, bei deinen Sportwetten. Verlier Haus und Hof. Was aber eine gute Sache ist eigentlich. Was eine gute Sache ist, weil da kommt jetzt nämlich die Frage, würdest du sagen, dass genau der Umstand jetzt gerade eine unfassbare Chance für die... Ist das jetzt der Zeitpunkt zum Investieren, Kollege? Nein, Krypto-Gang, du solltest investieren, wenn die Kurse am höchsten sind. Mann. Zukunft birgt. Ja, Digga, da wollte er jetzt natürlich darauf anspielen, dass sich die Frage natürlich von selbst erübrigt, aber die Leute wollen doch die Ausführung von Kollege hören. Er führt doch Dinge aus und beantwortet die nicht einfach stumpf. Ich als Rap-Fan beispielsweise kann mir die Frage, ob ich mich auf ein neues Album von Kollege irgendwann mal freue oder ob ich mich darauf freue, dass er ankündigt, dass ein neues Album kommt, das kann ich mir auch im Prinzip selbst beantworten. Dafür muss ich mir dafür brauche ich im Prinzip kein Interview von Marvin G. Review und. Also war das denn für ein billiger Schnitt hier, Crypto Gang? Da wollen wir mal ein bisschen Feinschliff hier noch rein, ne? Vielleicht mal sich einen Cutter besorgen von den Crypto-Millionen, die du schon gemacht hast in deinem Leben. Kolle, weißt du? Da schwimmt dann anscheinend schon doch so eine leichte parteiische Antipathie mit.
Bro, daraus mache ich doch gar keinen Hehl. Ja, und wenn du da ein bisschen mehr gezeigt hättest noch von der Reaction in deinem Zusammenschnitt hier, möchte ich das einfach mal nennen, kommt das eigentlich auch ziemlich gut rüber, dass ich einfach für mich damit, dass ich einfach für mich entschieden habe, persönlich, dass ich mit der ganzen Nummer nicht wirklich viel Spaß habe, viel Freude habe und deswegen dem Ganzen vorerst bis auf Weiteres den Rücken gekehrt habe. Ich habe auch in dem ganzen Video, soweit ich mich dran erinnern kann, nie irgendwo gesagt, dass ich mega viel Ahnung habe. Im Gegenteil, ich habe noch gesagt, dass ich definitiv keine Finanzberatungstipps hier geben möchte oder sonst was, ja, sondern einfach nur von meinen persönlichen Erfahrungen reden möchte, ja. Und das soll mir doch in meinem persönlichen Stream, ja, soll mir das doch wohl gegönnt sein. Also wo kommen wir denn hier hin, Digga? Auch der Vergleich hier, ja, also ob ich mich auf ein neues Kollege-Album freue, das kann ich mir auch selber, kann ich mir auch selber beantworten, ja, in einem Marvin California Kollege-Interview. Ja, ich habe da so eine Frage noch nie gestellt. Freue ich mich auf ein neues Kollege-Album? Nee, also die Fragen, die ich stelle, sind dann doch schon ein bisschen anders. Und kann ihn aber hier verstehen, dass er vielleicht als Opener ihm so einen leichten Fetzen hingeworfen hat, worauf er erstmal ganz allgemein antworten kann, um sich auch erstmal warm zu laufen. Beim guten Marvin immer. Absolut. Das ist ja immer dieses Paradoxon, was ich beobachte, dass sobald wir in den Bärenmarkt kommen, haben alle Leute Panik und sagen, das Ding ist tot. So. Ja. Dabei ist die Wahrheit, das ist der Zeitpunkt, um zu investieren. Ja, so. Richtig. Weil da, kaum steigt es wieder, kriegen die Leute schon wieder Panik. Oh fuck, ich bin zu spät dran. Was mache ich denn jetzt? Jetzt sind wir bei Bitcoin wieder, haben wir die 20.000er-Marke geknackt. Und die Leute ärgern sich wieder. Hey Mensch, warum habe ich denn nicht bei 15 oder 16 eingekauft? Ja, es gibt aber auch Leute, die bei 50 noch eingekauft haben. Die haben immer noch Depressionen und schlaflose Nächte. Ganz genau, ja. So. Also das ist immer dieses selektive Schönreden. Bruder, ich mag das nicht, ja. Aber wenn er wieder auf 30 steigt oder er kriegt wieder sein All-Time-High, der war knappe 60 ungefähr, es ist ja nicht unrealistisch. Er hat nächste Woche direkt. Es ja schon mal geschafft. Das heißt, ich kann eine Risikoabwägung. Man merkt ihm so die subtile Abneigung eventuell ein bisschen an, aber nur so ein Müh, so ein Hauch. Also selektives Gutreden mag der Marvin nicht, selektives Schlechtreden mit mürrischen Randkommentaren, ist aber legit, ist legit. Wieso selektives Schlechtreden? Ich bin einfach nur sehr rational, wenn es darum geht und gehe nicht immer vom positivsten Fall aus, dass der zu 100% eintritt, ja? That's it, Digga. Das nagt eventuell vielleicht ein bisschen an ihm, dass er den Mist und Quatsch bei 9000 abgestoßen hat. Ja, das nagt an mir. Oh mein Gott, ja, diese paar hundert Euro, die ich da investiert habe, Bruder, es bereitet mir immer noch schlaflose Nächte. Es geht wahrscheinlich in den nächsten Jahren vielleicht erst, aber wieder dahin, dann ist 20.000 oder 16.000. Ich kann euch mal einen Tipp geben. April gehen die meistens runter. Die ganzen Krypto-Dinger. Wisst ihr warum? Weil Leute alle ihr Geld rausziehen, weil sie Steuern nachzahlen müssen. April ist Steuernachzahlung, ja? 1000. Na, was sagt er da jetzt zu? Ja, das ist etwas, was ich selber auch am eigenen Leib gesehen habe, gespürt habe und auch von anderen mir so bestätigt wurde. Also ich habe es nur auf dem US-Markt erlebt, ja? Keine Ahnung, was ihn jetzt hier schon wieder aus der Fassung bringt. Nee, Digga, das spare ich mir jetzt, das spare ich mir. Weil sie Steuern nach. Nice Reaction auf jeden Fall. Oh. Nee, Digga, das spare ich mir jetzt lieber. Nachzahlen müssen. April ist Steuernachzahlung, ja? 1000. Völlig egal, wenn du am Ende bei 60. Da hat er mich argumentativ zerlegt an der Stelle, ja? 60.000 stehst. Richtig. Ja, deswegen, ich kann immer nur sagen, Long-Term denken, geduldig sein. Unemotional und das Ganze eigentlich, ja, wie ein Roboter. Ne? Und Emotion ist das Schlimmste. Und Emotion hat nichts zu suchen im Finanzmarkt. Und das passiert meistens durch zwei Faktoren bei jungen Leuten. Schnelles Geld wollen, die Gier, und sich verrückt machen lassen von Leuten. Was ist das denn für ein Argument? Er hat es schon mal geschafft, ja. Also rein theoretisch ist es möglich, hat er recht, ja. Aber Kollege ist auch schon dreimal Gold gegangen mit King. Sein nächstes Album wird also auch dreimal Gold gehen, weil er hat es ja schon mal geschafft, ne? The fuck, ey. Die dir jeden Tag irgendwas Neues verzapfen und einfach auch zu tief in die täglichen Entwicklungen reingehen, was den Kryptomarkt angeht. Klar ist das schnelle Money und das Easy Money ist mein... Na, aber dazu hat er auch nichts zu sagen, oder was? Ich danke dir. Das Kranke ist, bei Krypto kannst du halt wirklich gefickt werden. Bei Aktien, wenn du Pech hast, machst du halt so 10-20% Minus.
aber Krypto kannst du schnell über die Hälfte minus sein. Ich frage mich aber, ob er so tut, als würde er dich nicht kennen oder ob er dich wirklich nicht kennt. Als Riesen-Kolle-Fan müsste er doch mindestens ein Interview von dir mit ihm gesehen haben. Ich denke, dass der mich kennt. Ja, und vielleicht auch nicht amused war, dass ich sein Video doch sehr kritisch beäugt habe. Ey, Bro, absolut, ja. Also gerade auch die ganzen Leute, die hier komplett spekulativ in Altcoins reingeschallert haben, die haben teilweise alles verloren. Ja? Die Altcoins gehen teilweise gegen Null jetzt. Ja, Digga, dieses verallgemeinernde Bashing, ne? Teilweise haben Leute alles verloren. Teilweise kannst du bei Altcoins mal ganz schnell 20% im Minus sein. Teilweise sterben im Prinzip auch Menschen beim Kacken, weil die zu feste drücken und eine Hirnarterie wegböllert. Also. Digga, was ist denn mit ihm los, Alter? Da fehlen selbst mir die Worte, Digga. Ja? Ja? Hast du Angst, mit deinem ganzen Vermögen in Dogecoin reinzugehen? Du Pussboy? Ja? Hör mir mal zu, mein Freund. Natürlich, ja? Es gibt eine Chance, dass du alles verlierst. Aber Leute sterben auch, wenn sie die Straße überqueren und vom Bus überfahren werden, ja? Willst du auch nie wieder über Straßen gehen, oder was? Hä? Also, dein ganzes Geld jetzt her und in Dogecoin rein. Pussboy. Sollte ich mich dann jetzt auch mal besser vom Pott fernhalten, würde ich sagen. Digga, teilweise, also auch in der Realität, verlieren Menschen ihre Haare. Weißt du, und da gibt's Leute, die gucken das und denken sich, boah, da hat er aber recht, ja? Hat zusammen ersparten Zinsen auf der Bank, weil die Zentralbank sich einfach mal jetzt mal kurz dafür entscheidet, Geld wie behindert zu drucken aus dem Nichts, okay? Und es damit zu entwerten. Also, liebe Kinder, lieber kein Geld mehr aufs Konto. Natürlich nicht, also jetzt mal ernsthaft kurz. Wenn du sagst, teilweise verlierst du bei Krypto viel Geld, musst du auch sagen, dass die andere Richtung mindestens genauso real ist. Weil das ist es. Das geht halt schon so in die Richtung Strohmann-Argumente, ne? Hat da auch nie jemand gesagt, dass alle Leute 100% verloren haben, die jemals in Altcoins investiert haben. Er unterstellt mir gerade, einen Strohmann zu bringen, bringt aber einen Strohmann über meine Aussage, ja. Das ist das, was mir so auffällt. Also die Kernaussage, Krypto ist blöd, die wird untermauert damit, dass teilweise Menschen im Minus landen wegen... Ich habe nie gesagt, Krypto ist blöd. Ich habe gesagt, dass das mir zu suspekt ist, dass es mir zu shaky ist. Ich mag das Volatile an der ganzen Nummer nicht. Und deswegen ist es für mich... nischt, ja. That's it, Digga. Gegen Altcoin-Investments. Ja, gut, Digga. Was sollst du jetzt großartig dazu sagen? Es gibt auch Leute, die gehen ins Casino und gewinnen 50.000, Alter. Ja? Ist deswegen ein Casino per se zu befürworten? Nee. Sagen, um das zu entkräften. Da ist ja jetzt nichts Falsches dran, aber auch nicht wirklich viel Wahres. Da weißt du aber schon mal so, was so die Tendenz ist, in welche Richtung das hier weitergehen wird. Oh, meine Tendenz, ja? Nee, es ist keine Tendenz. Ich mache es offensichtlich. Ich bin kein Fan von der ganzen Chose hier. That's it. Selektives Gutreden findet Marvin, wie gesagt, nicht gut. Selektives Schlechtreden, FTW for the win, Digga. Auch wenn die nach FTW for the win. Wenigstens hat er nicht hier gesagt FTV. Ach, Diggerchen. Selektives Gutreden findet Marvin, wie gesagt, nicht gut. Selektives Schlechtreden, FTW for the win, Digga. Auch wenn die natürlich Crypto Gang for the win, bruh. Ich vorher bei, keine Ahnung, vielleicht 2 Cent waren oder sowas, aber dann kaufst du ja nicht nur ein Altcoin für 2 Cent, sondern du ballerst 100.000 Euro da rein und hast dann dafür, da brauche ich erstmal ein paar Protein Bites hier, meine Freunde, von Sec Plus natürlich, Marvin 10 Code, ja, beim Bestellen nicht vergessen. Macht mich reich durch Muskelaufbau. Was weiß ich, 700 Millionen Altcoins oder sowas, ja. Wenn die aber alle nichts wert sind, sind deine 100.000 weg. Altcoins oder den ICOs, aber da ist eben auch das größte Risiko. Aus meiner Sicht ist das meistens einfach Glücksspiel. Interessanter Punkt. Also da wäre jetzt auch interessant zu wissen, wie so die Gewichtung deines eigenen Portfolios aussieht. Gehst du sehr viel, also du hast es jetzt gerade schon am Anfang vorweggenommen, du gehst sehr viel auf Sicherheit in Sachen wie BTC und ETH, weil es einfach so die größten Universen sind. Die haben BTC und ETH. Ja. Sonst haben wir hier der internationale Boss, aber da würde er nochmal kurz ein bisschen besonders professionell klingen, ja. BTC, Bitcoin, ETH, Ethereum, ja. Ja, man muss jetzt auch nicht auf jeden Kommentar von mir eingehen, ja. Mein Gott. Shots fired, Digga. Wieder richtig zickig, der Marvin, hör mal. Lol. ICOs an sich sind lol nichts Schlechtes, aber wenn du nicht weißt, wer dahinter steckt und du spekulierst einfach darauf, ach komm, das wird schon irgendwie steigen, pump and dump, wir haben mal hier irgendeinen Shitcoin, der kriegt einen Hype und wir kassieren ab. Okay, dann machst du vielleicht das. Das haben aber auch, wie gesagt, ganz viele Influencer auch gemacht, ne?
Jack Paul hat das mehrmals gemacht sogar. Der hat sich irgendwelche NFTs genommen, der hat sich irgendwelche Altcoins genommen, hat dafür massiv Werbung gemacht für seine, mit seiner riesen Reichweite. Dadurch hast du natürlich viele Interessierte gefunden, die dort rein investieren. Damit steigt natürlich der Preis. Jack Paul hat natürlich schon, bevor er das Ganze promotet, seine Kohle reingesteckt in diesen Altcoin. Und die anderen treiben den Preis höher. Und Jack Paul ist immer noch hier unten, bei dem Preis, wo er eingestiegen ist. Jo, Martin Ibiza. Und kann dann zu dem Preis hier oben seinen ganzen Scheiß wieder rausziehen, plus Profit. Und alle anderen, die hier oben sind, jo, die haben vielleicht noch mehr Vertrauen in die ganze Nummer und bleiben drin, bis das Ganze wertlos ist. Ja, das ist die Wahrheit. Ne? Also natürlich gibt es im Kryptomarkt schwarze Schafe. Und das ist ein Punkt an Krypto, der so negativ ist, dass du ihn eigentlich nicht wegreden kannst. Eben auch wegen fehlender Regulatorik etc. pp. Es wird dir viel zu einfach gemacht, viel Geld mit, sage ich jetzt mal, viel Kacka zu verdienen, ja. Jake Paul hat natürlich brutale Bekanntheit. Dann baut er eventuell noch der Edon aus Bulgarien, meinetwegen. Baut er eben schnell einen Inu Floki Kackrotz auf der Binance Smart Chain. Das ist nämlich gar nicht so schwer, ja. Da einfach so die Basics auf die Beine zu stellen, ja. Und dann hast du so Leute wie Jake Paul, Alter, die dann halt mit einem neuen crazy Projekt an den Start kommen. Und die, ja, das wissen einfach, die wissen ganz genau, dass das Müll ist. Oder so zusammen. Das geht innerhalb 15 Minuten, liebe Freunde. Ist ja Baukastenprinzip. Und das ist übrigens kein Scheiß auch an der Stelle. Für die, die vielleicht nicht so kryptointern sind und jetzt gerade vielleicht von Marvin rüberkommen, das ist wirklich kein Quatsch. Also es gibt zuhauf sogar an. Ja, die bei mir, die sind natürlich alles Idioten, die nur Deutschrap hören, ja. Aber nur bei Crypto Gang auf dem YouTube-Channel, da sind die Crypto-Asser vertreten, meine Freunde. Oh, Crypto Gang, yeah. Leitungen bei YouTube, wie du dir innerhalb von 15 Minuten auf der BSC, also auf der Binance Smart Chain, im Baukastenmanier, eine eigene Kryptowährung zusammenschustern kannst. Und dann packst du da im Prinzip, wenn du wirklich richtig angehen willst, packst du da 50.000 für Marketing und eine geile Webseite rein und ziehst damit natürlich Influencer wie Jake Paul an, die halt eben auch weniger Skrupel haben als vielleicht manche andere, die sich auch gar nicht mit der Materie befassen und demnach teilweise gar nicht wissen, was sie da tun und was sie da vielleicht bewerben. Und die sacken dann auf schnelle Hand mal eben schnelle Millionen ein, ne? Das kannst du natürlich nicht wegreden. Das ist tatsächlich so. Das heißt aber an der Stelle nicht, da haben wir ja Großbild Activated, liebe Freunde. Und da kommen wir wieder zum Thema selektiven Schlechtreden. Großbild Activated. Vielleicht will ich ihm das vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, dass jeder Mensch oder jeder Influencer oder jeder ICO ein von Grund auf geplanter, durchgeführter Scam ist. Natürlich nicht. Ja, also ich würde nie pauschalisieren, ja. Ich würde auch nie sagen, Krypto ist für niemanden etwas, ja. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach ist es so und so, ich habe damit so und so Erfahrungen gemacht, mich hat es nur noch genervt, mich hat es nur noch abgefuckt, bla bla bla. Ich würde auch nicht sagen, dass alle Influencer, die jemals ein Krypto-Project irgendwie gehypt haben oder Werbung dafür gemacht haben, Scammer sind oder sowas, ja. Aber man muss doch absolut klipp und klar sagen, dass es sehr, sehr viele Scams da draußen in der Vergangenheit gegeben hat, die zu Recht ein riesen Misstrauen bei unter anderem mir hervorrufen. Aktuellstes Beispiel, Dylan Dennis, MMA-Fighter, wurde von CoffeeZilla endlich mal für seine ganzen Scams, Alter, extrem hops genommen. Bin gespannt, ob der jemals wieder einen Tweet verfasst in seinem Leben, Alter. Ja, auch ganz schlimm, ja. Will ich jetzt gar nicht so viel drüber quatschen. Checkt einfach ab, CoffeeZilla, Dylan Dennis, ihr werdet schockiert sein, Digga. Was alles möglich ist im Krypto- und NFT-Bereich. Diese Analogie, die kannst du gar nicht ziehen. Es gab mal ein ICO, das war Scam, okay? Jetzt ist jeder ICO Scam. Es gab mal Jake Paul. Hab ich nie gesagt. Der hat einen Scam beworben, jetzt ist jeder Influencer, der ICOs bewirbt damit einen Scam. Das ist natürlich Quatsch, ja. Ein paar hunderttausend Euro, wenn du Glück hast. Aber du hast nichts fürs Leben gelernt und du wirst sie auch schnell wieder verlieren. Absolut. Das ist meine Erfahrung. Ich habe leider oft erlebt, dass auf meinen Konzerten, das war zu dieser Hype-Phase auch 2016, 2017 vor allem, da haben wir die JBG3-Tour gespielt. Da kamen unglaublich viele junge Leute, teilweise 16, 17, 18 Jahre, und haben mir ihr Visitenkärtchen in die Hand gedrückt und haben gesagt, ich habe hier 2 Millionen gemacht, guck mal hier, alles schön und gut. Aber du hast im Endeffekt... Sogar Raptastisch hat über deine Reaction einen Beitrag gemacht, so geil, echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Muss ich mal checken nach dem Stream. Keine Lebenslektion gelernt, denn du bist durch kein Eigenverdienst an viel Geld gekommen. Durch Glück eigentlich nur, wenn wir ehrlich sind. Ja,
Das ist das Allerschlimmste, ja. Wenn irgendwelche Leute einfach durch Glück viel Reichtum erwirtschaftet haben in Krypto, dann YouTube-Kanäle gründen, wo sie sagen, ey, ich bin der Experte, ich habe so und so viel Profits gemacht und bla bla bla. Du bist kein Experte, du hast einfach nur Glück gehabt, wie Collins hier schon sagte, ja. Und dann ist es meistens sogar so, dass die dann auch ihre eigenen Coins an den Mann bringen und versuchen, dir dann die Coins anzudrehen. Ey, Bro, wir haben hier krasse Coin, Alter, ja. ICO wird absolute Legende, meine Freunde, ja. Ihr müsst auf jeden Fall einsteigen. Jetzt Early Access und so weiter, ja. Das ist alles wertloser Müll, Alter. Ach Gott, ey. Egal, warum ist denn der so toxic? Super sollte unterwegs, der Marvin. Ja, aber er hat ja nicht, er hat ja wirklich nicht ganz unrecht. Also sowas. Also, hä? Was ist denn das, Alter, ja? Oh, Alter, warum ist denn der so toxic? Ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Wieso ist mir denn so salty unterwegs? Nein, ich hatte recht. Gibt es hin und wieder mal. Aktuell haben wir ja auch hier in Deutschland so eine Geschichte mit einem etwas bekannteren Krypto-YouTuber, der seinen eigenen Coin am Start gebracht hat oder am Start bringen will und so. Und ja, ich habe dazu vorgestern ja, glaube ich, die mich auf Insta verfolgen, die haben es mitbekommen, ich habe dazu meine Meinung schon gesagt. Keine Ahnung, aber den Punkt nehme ich ihm nicht weg. Das gibt es, das passiert und das sollte so nicht sein. Aber wisst ihr jetzt mal, Real Talk, was ich bisher cool finde an seiner Reaction? Er ist sehr gelassen und gibt mir auch in gewissen Teilen recht, ja. Also man könnte sich ja auch hier mit Händen und Füßen gegen diverse Aussagen von mir wehren, nur um der Krypto-Messias dazustehen, ja. Also ich finde, da hat er auf jeden Fall schon Sympathiepunkte gewonnen an der Stelle. So digitale Güter sind wirklich sehr anfällig für Scam as fuck, ja. Es ist der Wahnsinn, Alter. Es ist der absolute Wahnsinn. Also auch da, da stimme ich ihm zu 100% zu. Das ist hier im Prinzip alles noch wie der fucking Wilde Westen. Krypto ist wirklich hart anfällig für Betrügereien jeglicher Art, ganz klar. Trotzdem sage ich auch da nochmal deutlich, das ist meine persönliche Meinung, du kannst nicht jedes ICO oder jeden fucking Altcoin pauschal unter Generalverdacht stellen. Es gibt eben nicht nur Bitcoin. Ich weiß, Bitcoin-Maxis hören das an der Stelle wirklich, wirklich nicht gerne und die werden mich gleich für die Aussage töten. Aber also nochmal an der Stelle, für alle, die das gerne ausprobieren wollen und so weiter und da gar keine Ahnung haben, bitte konzentriert euch ausschließlich auf Bitcoin und Ethereum. Das sind die zwei größten Player und das sind auch die zwei stabilsten und das sind auch die zwei mit den Prognosen, ja, dass sie in Zukunft mal Verwendungszweck in der Realität haben werden, mehr und mehr, ja. Aber Kryptos mit Real-Life-Use-Case sind legit und sind auch absolut notwendig. Punkt. Löst Bitcoin beispielsweise Problem der Interoperabilität? Nein, dafür brauchst du halt Interoperabilitätskryptos wie Quant oder Polkadot. Das kann Bitcoin nicht lösen. Das sind Altcoins, Bruder. Sind die jetzt Scam? Quatsch! Kannst du mit Bitcoin beispielsweise das Web3 und das Metaverse in die Echtwelt transportieren? Und das ist nun mal die Zukunft. Die Digitalisierung, dafür brauchen wir uns nicht verstecken. Guckt euch an, was die größten Unternehmen dieser Welt aktuell in dem Bereich schon fortlaufend machen, Alter. Web3 ist unabdingbar für unsere Zukunft. Punkt. Das kann. Ja, wenn du mal im Metaverse bezahlen willst mit deinen Euroschein, dann siehst du alt aus, mein Freund, ja? Du Kackhater da draußen. Bitcoin einfach nicht bedienen. Du brauchst Altcoins dafür. Ganz einfach. Tokenisierung beispielsweise der Echtwelt. Hashtag NFT. Und da auch wieder mit inbegriffen Metaverse. Hashtag NFT. Etc. Zertifizierung von Echtheit wie Lux. Hashtag CryptoGang. Luxusmarken, die bald alle das gleiche tun werden. Da Brief und Siegel gebe ich euch da drauf. Leandro Lopez, um die es in diesem Interview natürlich auch geht, die fangen halt damit an. Und die sind da die Pioniere im Game, Alter. Die haben so eine Vorreiterstellung, ja. Und haben damit natürlich auch tausende Marken was voraus. Also die Fusionierung von Metaverse und der Echtwelt mit einem Real-Life-Use-Case. Einem echten Produkt, in dem Fall ein Schuh mit intrinsischem Echtwert. Ganz genial. Das ist wichtig. Das ist die fucking Zukunft und hat rein gar nichts mit einem verkackten Scam zu tun. Da muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, auch wenn das hier gerade hart rumbackt, so eine Pauschalisierung von Ahnungslosen, okay, jetzt mal wirklich ganz hart ausgedrückt, die wirklich nichts mit der Materie zu tun haben, sich auch nie damit befasst haben, diese Pauschalisierung, die geht mir wirklich hart auf die Eier, ja. Ja, man merkt, er ist merklich getriggert auf jeden Fall, dass man ihm halt versucht sozusagen. Ja, also ich versuche das mal nicht, aber im Endeffekt kann man meine Argumentation oder meine Aussagen
nehmen und ihm die komplette Existenzberechtigung seines Kanals absprechen. Ja, das will ich natürlich nicht. Man kann sich damit beschäftigen, man kann damit rumspielen und alles drum und dran. Aber Leute, ja, also bei aller Liebe, das ist kein Vollzeitjob oder sowas. Das ist nichts irgendwie, wo man sagen kann, ey, was bist du? Ich bin krasser Bitcoin-Trader. Aha, schön, ja. Um für das hervorragende Produkt zu werben, ne? Mit geisteskranken Rabattcodes. Dann läuft der Laden nicht. Absolut. Ja. Da hast du jetzt eigentlich schon... Er muss natürlich auch vor seinen Zuschauern so diese Maske bewahren, dass das halt alles ganz wichtig ist, sich auf jeden Fall jedes Crypto-Gang-Video reinzuziehen, wenn man die aktuellsten Prognosen am Start haben möchte und alles, ja. Yeah. Also der Boss haut hier heute die perfekten Überleitungen raus, liebe Freunde. Wir haben jetzt aktuell nämlich, haben wir eine ICO und da haben wir einen Schuh. Und ein Schuh hat ja so die Eigenschaft, er ist ja im Prinzip Untermensch wie Fundament. Oder wenn man es genau ausdrücken will, er ist auch Untermensch wie Mock. Und dementsprechend sprechen wir jetzt gerade natürlich vom... Der wollte auch mal Rapper werden hier, ne? Der Krypto-Gang-Mensch hier. Vom... Stopp. Faktisch gesehen, lieber Marvin, bin ich tatsächlich mehr Rapper als du. Ich persönlich... Okay. Ich habe 2 Musikvideos auf YouTube online. Die sind auch sehr gut angekommen bei den Zuschauern. Ich denke, musikalisch muss ich mich auch vor dem einen oder anderen Gast, den du vielleicht schon im Interview hattest, muss ich mich wirklich nicht verstecken. Ja gut, also er kennt sich anscheinend doch ganz gut mit meinem Content aus. Ne? Vorhin hat er noch meinen Namen falsch ausgesprochen. Marvin G. Review oder wie der heißt. Ja. Aber jetzt weiß er auch, dass ich Interviews mache. Also ist nicht so, dass er nur diese Reaction geschaut hat und sonst nichts hier, ne? Ach je, und dann macht er auch noch Rap-Musik hier. Darauf hat ja die Welt gewartet, ja? Crypto Bro mit dem Crypto Rap. Crypto Bars. Bitcoin Bars sind das hier. Bin auch beispielsweise auf dem kommenden Album von meinem Bruder als Feature-Gast vertreten, etc., der auch schon ein gewisses Standing in der Szene hat. Also. Okay, nice. Das möchte ich mal kurz klarstellen hier, ja. Ich wollte nicht Rapper werden und wenn ich das wirklich gewollt hätte. Also dann wäre er schon ganz oben mit dabei, meine Freunde. Das ist ja wohl mein Fakt hier, ja. Das ist ein Fakt, wie das Bitcoin mal wieder 100k hier erreicht hier, ja. Aber mal ganz schnell. Muss mir jetzt keiner glauben, das muss auch Marvin mir nicht glauben, aber dann hätte ich die Möglichkeiten und die Connections dazu gehabt, anstatt Krypto-YouTuber vielleicht Rapper zu werden. Aber faktisch gesehen. Ich bin... Faktisch gesehen, meine Freunde, ja, also klarer sehen kann man nicht als faktisch gesehen. Rapper, also wo fängt Rapper sein an zu werden? Aber faktisch gesehen, ich bin Rapper, also wo fängt Rapper... faktisch gesehen, ich bin Rapper. Treut er mich jetzt oder... Ich weiß nicht, Bruder, ja? Meint er das ernst gerade? Ich habe ein Problem, seinen Sarkasmus rauszuhören, ja? Wir hatten ja auch an der Stelle, wo er hier sagt, ey, da ist ganz zufällig der Projektleiter mit am Start, haben ja auch einige von euch gesagt, ja, das ist doch absichtlich Scherz oder sowas. Ich habe gesagt, naja, ich bin mir nicht so sicher. Weiß nicht, ob der treut gerade, ja? Rapper sein an und wo hört das auf? Also, wie viele Songs hast du denn schon so gemacht, Marvin? Kein? Ja, dann habe ich dir 2 Songs. Da stehst du aber auf jeden Fall völlig auf dem Schlauch, mein Freund, ja. Ich habe schon einiges an Liedgut rausgehauen in meiner Vergangenheit, ja. Most prominently natürlich, ja. Bogota, der Smash It mit dem Rapper Asche. Sagt dir vielleicht auch was, als großer Kollega-Fan. Hat mittlerweile über 500.000 Streams auf Spotify. No Flex an der Stelle. Aber ich check seine 2 Songs gerne mal ab. Ja? Kennt die einer? Wie heißt der denn als Rapper? Ich kenne ihn ja nur als Crypto Gang. Crypto Bro. MC Crypto. Oh Mann, ey. Ach, Wahnsinn, Digga. Voraus. Also bin ich auf jeden Fall schon mal faktisch mehr Rapper wie du. Du solltest mal lieber auf meine Songs reagieren, Bruder. Mach ich, Bruder. Aber nur, wenn du mir auch versprichst, Bogota auszuchecken, Digga. Ja? Um mir dann einen geilen Like da zu lassen, Digga. Hat einen Job, Junge. Da haben wir noch mal beide was von. Vom Lopez-Token, ja, Leandro Lopez und dem dazugehörigen Mining-Schuh. Und ich habe das Projekt tatsächlich schon meiner Community vorgestellt. Die Leute, die jetzt wahrscheinlich zuhauf zugucken, die wissen es. Und tatsächlich ist dir das Projekt jetzt auch gar nicht so unbekannt. Du kennst Leandro Lopez und erzähl... Wie, der kennt Leandro Lopez? Der ist doch damit involviert. Was machen die hier für eine schmierige Nummer? Wer hat überhaupt behauptet, dass Kolle nicht involviert ist? Hä?
schmierige Nummer. Das Video ist ein Product Placement, Brudel. Im Titel steht Leandro Lopez, im Thumbnail, wegen meiner TH-Schwäche. Der erste war gut, gell? Thumbnail. Zunge zwischen die Zähne und dann zurückziehen. Thumbnail. Der zweite, wo er sich korrigiert hat, der war schon wieder scheiße. Aber jetzt mal Real Talk. Natürlich wirkt das schmierig, ja? Wenn er sagt, nur du kennst doch hier Leandro Lopez, ne? Und jeder weiß, dass der da mit drinnen hängt hier, Kolle. Schwer zu übersehen steht Leandro Lopez und das Video ist über die YouTube-Funktion, die dafür ja vorgesehen ist, als Werbung gekennzeichnet. In welche Richtung willst du uns hier schieben, Brudi? Das geht doch jetzt safe in so eine Richtung, wo er uns dann irgendwie Verschleierung und so unterstellen möchte. Ja, gucken wir mal weiter hier. Also er imitiert schon Kolle stark vom Sprachgebrauch hier, ne? Ich meine, auf jeden Fall, das schwingt bei mir an der einen oder anderen Stelle auch mit, aber ich glaube, nicht so inflationär wie bei ihm hier, ne? Ja, da lacht er. Da lacht Was? Er, der Marvin. Na, du kennst ja Leandro Lopez hier, ne? Hm, hast schon mal gehört, ne? Hm, na klar. Langsam dämmert mir ein Lichtlein, warum der Boss sich hier in diesen Talk... Ich wusste es. Bruder, wer hat denn überhaupt gesagt, dass es nicht um Leandro Lopez geht? Ja, ich glaube auch, dass er sich das vorher einmal angeschaut hat hier. Ich finde, also bei so Offline-Reactions muss ich immer sagen, Bro, bin ich sehr, sehr skeptisch immer. Ey, jetzt bin ich auch mal gespannt. Inspektor Marvin G. Review bei der Arbeit. Ihm dämmert ein Licht, liebe Freunde. Er ist der Wahrheit auf der Spur. Begeben, liebe Freunde, meine kleinen Sträuche, ne? Matt. Erzähl mal, wie bist du zu dem Projekt gekommen und was hältst du von der Idee des Projekts, Leandro? Hat er am Anfang gesagt, dass er sich das schon mal angeschaut hat? Easy? Ernsthaft? Das habe ich da nicht mitbekommen. Leandro Lopez kenne ich schon sehr, sehr lange, seit mein guter Freund Sharif die Schuhe quasi aus dem Kofferraum verkauft hat. Also Triggerwarnung, das wird jetzt nochmal eine Ziese, ne? Ich entschuldige mich. Eben miterlebt, wie er mit seinem Team die Brand aufgebaut hat. Er ist im Marketingbereich, musst dir vorstellen, er ist im Endeffekt der Typ, der die ganzen großen Testimonials auch an Land zieht, wie eben Floyd Mayweather oder noch größere Videos. Ja. Bruder, seit ich das Bushido-Video von dir geklickt habe, knallt mir YouTube jedes Mal RTL-Werbung rein. Geil! Gern geschehen, Bruder. Boss himself. Aber danke natürlich, dass du ohne Adblocker meine Videos schaust, Bruder. Dafür auf jeden Fall mal Ehre. Ja. Deswegen, wenn ihr mich supporten wollt, auf jeden Fall immer den Adblocker ausmachen, Videos liken, Videos kommentieren. Dein RTL, meine Freunde. Dein RTL. Ja, also, ist ja so. Ist also, ja also unfassbar guter Verkäufer. Was war jetzt? Er wollte was sagen, aber hat sich doch nicht getraut, oder was? Käufer und ein Marketinggenie aus meiner Sicht. Also wir sprechen hier wirklich von so einer vom Tellerwäscher zum Millionär-Story. Absolut. Ja, absolut. Und das hat ja immer einen besonderen Reiz, weil ich das selbst auch durchlebt habe und weil die Marke Leandro Lopez hat wirklich angefangen in der Garage, ist aber jetzt eine international etablierte Luxusbrand. Ja. Und das in kürzester Zeit und konkurriert mit großen Playern wie Louis Vuitton, Gucci etc. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Also die Jungs haben sich bewiesen, was diesen Aspekt angeht und arbeiten schnell, effizient, qualitativ, seriös und haben Marketing drauf wie kaum ein anderer, den ich kenne. Und da steckt ja auch eine Technik hinter, da steckt ja wirklich eine Vision hinter. Das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt, weil es ist ein super lustiger Zufall, liebe Freunde. Gerade in der Lobby ist Kolle und mir nämlich der Projektleiter von Leandro Lopez über den Weg gelaufen. Bitch, please. Bitch, please. Come on, Alter. Ja, also er verkörpert jetzt natürlich den Eindruck, dass er der Wahrheit auf die Schliche gekommen ist und ich weiß, was jetzt kommt. Ich kann es doch schon erahnen. Dazu muss ich gleich aber auf jeden Fall noch mal ein paar Worte sagen, Freunde. Jetzt kommt eine Stelle, wo ich den Zufall, dass der Tobi, der Projektleiter von Leandro Lopez, da ist. Das habe ich natürlich sarkastisch total überspitzt. Marvin macht hier aber direkt jetzt den Eindruck, dass er das nicht gettet und er glänzt jetzt gleich vermutlich mit etwas überhobener Rhetorik, weil er das Spiel natürlich durchschaut hat, liebe Freunde. Was ein Zufall, ja? Oh. Ja, das kann man ihm jetzt einfach nur glauben, ja? Jetzt hat er zweifelsfrei gesagt, okay, das war Sarkasmus. Natürlich wollten wir das als Sarkasmus darstellen. Ich habe das in dem Moment nicht zweifelsohne
ja, für mich so empfunden. Möglich ist es, aber ich habe mich dafür entschieden, dass es für mich doch wahrscheinlicher ist, dass die hier ein bisschen so shady Action machen wollen. Ich finde es nicht so mega obvious, dass das Ganze hier sarkastisch gemeint ist, aber man muss ihm jetzt den Benefit of Doubt geben, ja, dass, wenn er sagt, das war sarkastisch gemeint und sollte er nur ein Joke sein, den zum Beispiel halt ich dann nicht gegettet habe, dann gebt man ihm den Punkt. Ja, da habe ich auch kein Problem mit, Digga. Und hier haben wir den Projektleiter von Leandro Lopez, meine Güte. Und er hat auch direkt den neuen Schuh mitgebracht hier, nice. Ja, also nochmal, natürlich ist der Projektleiter von Leandro Lopez da und hat den Schuh dabei. Das ist ja auch ein Product Placement, Bruder. In dem Video geht es doch um Leandro Lopez. Ich wiederhole, Thumbnail, Titel, Digga. Deswegen wurde das Interview doch organisiert. Nochmal, ja, wer hat... Ja gut, aber... Das ist aber auch nicht so offensichtlich gewesen im Video, oder? Dass dieses Interview mit Kollegen nur stattgefunden hat, um diesen Schuh zu bewerben. Das ist für mich erst ab der Hälfte des Videos ersichtlich geworden. Man hat erstmal mit dem Riesennamen Kollegen geworben, der nun mal dafür bekannt ist, nicht jede Woche ein neues Interview zu machen und auch nicht täglich auf Twitch rumzuhängen. Ja, also... So offensichtlich und so obvious, wie er das hier darstellt, fand ich das nicht. Aber das kann ja jeder anders sehen, ne? Hat da überhaupt ein Geheimnis draus gemacht, ist jetzt gerade die Frage. Aber gucken wir mal weiter hier. Bro, ja, ganz ehrlich, ey. Tobi, also du kannst dich ja super... Es ist wirklich Zufall, dass du jetzt hier bist, liebe Freunde. Aber du, ey, der Wahnsinn, wie geht's dir? Du kannst... Digga. Der sitzt auch schon die ganze Zeit im Raum mit, ne? Was für ein Zufall. Ich ja gerne einmal mal... Er gettet. Wie heißt der jetzt nochmal? Tobi, ne? Tobi. Ich will nicht mal sagen, der Projektleiter ist zu lang. Ist nicht. Also so, guck mal. Ich habe ja vor seinem Video schon gesehen, dass viele Leute sich es exakt an der Stelle aufgegangen haben. Und ich habe auch erst versucht, das so zu ignorieren. Gut, Bro, aber wenn du gesehen hast, dass sich viele Leute an der Stelle aufhängen, dann ist es ja nicht so, dass ich hier die einzige Hohlbirne bin, die deinen krassen Joke nicht gettet, ja? Sondern dann wirkt das vielleicht schon durch die an sich schon sehr... schmierig wirkende Aufmachung, dass es doch durchaus möglich ist, dass ihr hier versucht, die Leute zu verarschen. Ja, so einfach ist das. Weil ich mir dachte, Digga, was passiert hier gerade eigentlich? Aber langsam muss ich echt sagen, das triggert mich so ein bisschen, ja. Die Leute versuchen mich durch diese Szene, die sie offensichtlich nicht, also auch im großen Kollektiv nicht verstanden haben, in eine... Ihr habt das alle nicht verstanden, ja? Ihr seid alle zu dumm für den genialen Humor des hochbegabten, hyperintelligenten Crypto Gang. Ecke zu drücken, in die ich meiner Meinung nach wirklich nicht reingehöre. Also diese Unterstellung, dass ich hier ernsthaft versuche, das Offensichtliche zu vertuschen und da wirklich aus Ernst behaupte, dass alles jetzt aus Zufall passiert ist, Digga. Wie sehr musst du eine Situation mit Sarkasmus ausschmücken und überspitzen, dass die Leute getten, dass es Sarkasmus ist? Die Leute getten ihn einfach nicht, ja? Die Stirn kleben, Digga. Was, Digga? Ich glaub das alles nicht. Bruder, niemand hat je behauptet, dass das hier nicht ein organisiertes Treffen zur Leandro Lopez ICO ist. Das hier, was hier gerade passiert, das ist doch eine Überleitung. Ich habe versucht, mich dem Mittel des Sarkasmus zu bedienen, um zu verdeutlichen, dass wir die Situation auch mit Humor nehmen. Komm. Gleich kommt noch der Roy, ja. Da bin ich gespannt, was er dazu sagt, ja, wie er sich da rausdribbeln möchte. Wie gesagt, einfachste BWL-Basics nicht kennen, aber dann versuchen, Leuten Finanztipps zu geben, halte ich für sehr verwerflich. Horn, Alter. Wie viele sich daran aufgehangen haben, weil sie es nicht gegettet haben. Zu. Ey, Bruder, wenn er noch einmal gettet sagt, breche ich ab. Und jetzt, lieber Tobi. Tobi, schön, dass du da bist. Du bist tatsächlich Projektleiter bei... Tobi, schön, dass du zufällig da bist, hätte ich nochmal verdeutlicht, ja? Um dem ganzen Zufall nochmal die Tragweite zu geben. Leandro Lopez, und das bedeutet, es kann jetzt in diesem Moment eigentlich niemand Bessere geben als dich, der uns mal erklärt, wie das mit dem Schuh läuft. Also... Das war das Lachen der vermeintlichen Überlegenheit, ja, weil er uns durchschaut hat, Leute. Ist nur subtil unangenehm. Wir haben die auch hier, können wir gleich in meiner Kamera zeigen. Den ziehe ich mir jetzt an den Fuß. Und wie läuft das dann jetzt? Habe ich jetzt irgendwie einen Drucksensor drin oder was? Wie verdiene ich als Mensch, der sich den Schuh jetzt an seinem klobigen Stinkefuß tut, wie verdiene ich jetzt damit Geld? Ja, also im Großen und Ganzen ist es so, wie du schon gesagt hast. Du hast den Schuh,
du ziehst ihn an, verbindest ihn mit deiner App und wenn du losläufst, ist ein Sensor in dem Schuh eingebaut, wir können uns das ja nachher nochmal anschauen, und dieser misst den Druck und die Beschleunigung von deiner Gehbewegung. Ja? Also der prüft, dass das wirklich eine normale, ja, wie beim normalen Gehen, eine Abrollbewegung ist. Du gehst ja immer, du gehst ja nicht zack, 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 sondern es ist so, du beschleunigst, dann wird es wieder langsamer. Also wie man zufällig dann auch hier noch diese ganze Schuhkollektion mit am Start hat, um die halt auch zu zeigen, hier nochmal eine Nahaufnahme, ja, das ist ja, halt, Bruder. Zufälle mal Zufälle. Etc. Und über... Na komm, reg dich nochmal auf hier. Was sagt ihr immer? Großbildschirm activated? Bruder. Ich muss wirklich los. Dreimal drüber getweetet. Einen physischen Schuh. Wir schauen ihn uns nachher gerne mal an. Das heißt, du hast schon mal einen echten Mehrwert. Dreimal drüber getweetet, habe ich dann noch im Hintergrund gehört. Also die Schnitte. Wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass der Crypto Gang gerade durch sein fundiertes Wissen in der Cryptocurrency-Szene schon mehrere Millionen gemacht hat mit seinen Crypto-Tradings. Würde ich mir wünschen, dass der Bruder mal wenigstens ein bisschen von seinem unfassbaren, unschätzbaren Vermögen in einen Cutter investiert, der das vielleicht ein bisschen agiler schneidet an der Stelle. Im ersten Schritt, ja. Ey, da renne ich einfach jetzt durch die Kamera. Genau, hol mal einen her. Liebe Freunde, jetzt haben wir hier gedönst, ne? Ich nehme den, du nimmst genau. Den dunklen. Und hier haben wir wirklich ein physisches Produkt und ich glaube, das ist das, was der Tobi sagen möchte. Also wir... Ich bin jetzt keine Mode-Ikone und bin auch nicht fashion-affin oder sowas. Aber ich kann mir vorstellen, da mache ich mich sehr klein an der Stelle, finde ich, ja, wenn ich sage, ich bin keine Mode-Ikone. Aber egal. Ich verstehe, dass die Dinger auch nicht nur einen Zehner kosten. Digga, was mich die ganze Zeit so ein bisschen, so wirklich so ein bisschen triggert, ne? Du scheinst jetzt auch nicht unbedingt fitness-affin zu sein, Bro. Wenn ich mir das jetzt mal wünsche. Na, hör mal! Jetzt wird's persönlich, okay? Okay? Okay. Mir das Recht jetzt mal rausnehmen, darf mir das mal... Nee, darfst du nicht. ...anzugucken. Was macht da unten rechts eigentlich die ganze Zeit das fette Logo von Sek Plus, ja? Na, das ist mein Sponsor? Bruder, hat da der Marvin etwa eine Kooperation mit Sek Plus, obwohl er offensichtlich nichts mit Fitness am Hut hat? Offensichtlich nichts mit Fitness am Hut, ja, ja. Also geht's noch, das ist eine dreiste Lüge. Er muss aber bestimmt Scam sein, liebe Freunde. Geil. Ist der blöd, ja. Das ist natürlich Scam dann, ja. Also wenn Sek Plus jemanden sponsort, der keinen 67er Bizeps hat, das ist dann ein Scam. Wie scammt man denn die Leute damit? Wie scammt man jetzt die Leute damit, wenn Sek Plus jemanden sponsort, der nicht aktiv Bodybuilding betreibt? Erklärt mir das jetzt mal, ja? Da hätte ich mir jetzt gerne noch eine Ausführung gewünscht, aber vielleicht gibt's die gleich noch. Finde ich die jetzt nicht. Wir reden hier nicht von... Nee, das war's schon. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also, nochmal für dich, lieber Crypto-Boss, Crypto-Gang-Bro. Das Sek Plus Sponsoring ist noch relativ frisch, genauso wie... Ja, mein Vorhaben, meinen Lifestyle zu ändern. Ja, ich war auf jeden Fall vor vielen Monaten, gab es eine Zeit, in der ich doch relativ regelmäßig ins Gym gegangen bin. Ja, habe aber die letzten Jahre auf jeden Fall meinen Körper mit Streaming-Lifestyle geschunden und Fastfood und alles noch und nöcher. Ja, und deswegen möchte ich auf jeden Fall meinen Buddy wieder auf Vordermann bringen und Sek Plus möchte mir damit behilflich sein und stattet mich dabei natürlich auch mit dementsprechenden Produkten aus und ich bin mit Matthias Clemens schon seit mehreren Jahren befreundet. Dazu kommt, dass Sek Plus schon immer mit Rap verbandet war. Ich hoffe, das reicht dir als Erklärung, ja? Erklär du mir nochmal, wie man hier 2000 Dollar am Tag mit deinem komischen Schuh macht, Digga. Von einem virtuellen Schuh, der... Achso, übrigens, der Code ist natürlich Marvin10, ja? Für alle, die jetzt aus der Crypto-Gang-Community rüberkommen und vielleicht von Bodybuilding nicht so viel Ahnung haben wie die Bogota-Bubble, Marvin10 auf sekplus.de und dann kriegt er schön 10% Rabatt auf meinen Nacken. ...der eigentlich keinen intrinsischen Wert hat, weil er nicht wirklich existiert. Wir haben hier echtes, hochwertiges und ich sehe gerade also mit Alcantara und so, wir haben hier echtes Material in der Hand, ne? Hat das nicht einen Schuh so an sich? Dass der aus echtem Material besteht?
Ja, da haben wir es wieder, ne? Also er hat den Punkt auch nicht gegettet. Ja. Das gegettet ist schwierig. Ganz schwierig, Digga. Ganz, 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 ganz schwierig. Marvin, das hat ein Schuh tatsächlich so an sich, dass er aus echtem Material besteht. Das ist aber überhaupt gar nicht die Message. Also das, was hier gerade der Konsens ist, ist ja der Vergleich zu Projekten wie Steppen, die beispielsweise ein ähnliches Konzept haben wie Leandro Lopez, aber eben kein echtes Projekt als intrinsischen Wert haben. Das ist halt der gravierende Unterschied. Okay, also bei Steppen gibt es keinen physischen Schuh, da gibt es nur den digitalen Schuh. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Okay, krass. Gutes Beispiel, was man auch im Interview schon hätte bringen können, um das Ganze vielleicht ein bisschen in Perspektive zu rücken. Okay, wusste ich nicht. Retalk. Gebe ich ihm den Punkt? Ja? Gebe ich ihm den Punkt. Das Steppen ist virtuell, okay, also für die, die es nicht wissen, da geht es auch um so eine Art Schuh, aber halt ein virtueller Schuh. Ach, eine Art Schuh. Was ist denn jetzt schon wieder eine Art von Schuh? Ich get es nicht. Ich halte einfach mein Maul jetzt. Und das ist halt der Vergleich, ne? Steppen, kein echter Schuh, Leandro Lopez, echter Schuh heißt echter Gegenwert, genau. Wofür ein Preis ausgegeben wird und daher kommt halt wirklich ein existierender, realer, intrinsischer Wert. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große, banale Unterschied. Das ist der ganz große Unterschied. Also du kaufst einen Schuh, du hast jetzt erstmal einen Schuh. Ja, so aussehen, das ist jetzt Geschmackssache, kann man sich drüber. Ey, wir streamen schon wieder seit fast 5 Stunden hier, ja? Dann machen wir am Samstag keinen 12-Stunden-Stream, oder? Weil wir haben ja heute schon so lange gestreamt, Digga. Das ist ja fast wie so ein halber 12-Stunden-Stream. Schreiten, aber da sage ich vielleicht später noch was. Aber das ist sympathisch, dass er sagt, Aussehen ist Geschmackssache. Ja. Was Ja, dazu? Das ist tatsächlich so. Das haben, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Aussehen ist auf jeden Fall Geschmackssache von dem Modell. Da stimme ich ihm zu. Aber du hast jetzt einfach mal einen Schuh der Marke Leandro Lopez. Der kostet auch nicht mehr als die anderen Schuhe von Leandro Lopez. Der kostet um die 400 Euro. Das Aber gut, der hat ja gesagt, Leandro Lopez ist eine Luxusmarke. Ja, ich kann nur von mir persönlich aus sagen, ich habe noch nie 400 Euro für Schuhe bezahlt. Ich weiß, dass das für manche vielleicht nicht viel Geld ist oder sowas. Ja, und ich meine, es gibt Sneaker-Freaks und alles drum und dran, die gerne viel Geld ausgeben für Schuhe, jedem, wie es ihm gefällt. Aber ich finde jetzt, also mich würde dieses Produkt jetzt nicht ansprechen zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, du hast schon mal einen Mehrwert. Ey, und das ist doch wirklich völlig fein. Da meckert doch auch keiner drüber. Also er hat es ja gerade selbst gesagt. Es gibt nur Na, passt doch dann. Ist doch cool, dann lass einfach weitergucken. Mal Leute, die feiern das. Andere nicht. Bro, ich beispielsweise, ich finde wirklich dein Britney Spears Shirt auch nicht unbedingt geil. So, weißt du, ich würde Na, hör mal! Also, dass er mich hier anmacht, ja, dass ich mit Sport nichts zu tun habe? Grenzwertig. Aber wenn du jetzt ein schlechtes Wort über Britney Spears sagst, haben wir echt ein ernsthaftes Problem, Kollege, ja? Es ist auf eine ganz persönliche Ebene jetzt hier gerade ausgeartet, ja? Wird das auf jeden Fall nicht tragen, aber wenn du das feierst. Ich glaube dir, dass du das nicht tragen würdest, ja? Weil du mir so wirkst wie jemand, der glaube, sehr darauf bedacht ist, ja, möglichst cool mit seinen Klamotten immer zu wirken, ja, weil man da vielleicht eine Art Coolness Boost sich von verspricht, ja. Kleider machen Leute, ja, aber wenn du schon ein gemachter Mann bist, da kannst du auch ein Britney Spears Shirt rocken und trotzdem noch wie ein Alpha durch die Gegend schreiten. Habibi, Marvin, ich küsse doch dein Herz. Weil das wirklich ein profitables Modell ist für den. Halb Leon Lovelock, halb Kollege, User hat einen echten Mehrwert letztendlich. Wichtig ist, denke ich, ja, meiner Meinung nach auch zu erwähnen, dass es in Sachen Tokenisierung und dem ganzen Projekt Leandro Lopez jetzt nicht nur bei diesem einen konkreten Mining-Schuh bleibt, über den wir jetzt hier die ganze Zeit reden. Das, was er gerade sagt, steht hier, ja, auf seinem Tablet gerade, ne? Spontan, zufällig. Ein Traum. Also Lea. Man muss er sich direkt mal groß machen. Nein, das stimmt gar nicht. Bruder, der will mich doch verarschen. Ich kann das auch alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Freunde. Also Leandro Lo. Ja, da hat er mich wieder argumentativ zerlegt hier, ja. Da hat er mal den Real Talk gedroppt hier. Stärkste Szene seiner Reaction bisher. Als Marke, wie
wird sicherlich auch weitere Kleidungsstücke ihrer Brand dann mit der NFT-Technologie tauchen. Aber jetzt mal Real Talk, die Frage am Anfang war ja, warum ist sein Bildschirm schwarz-weiß? Ich weiß es nicht, Digga. Ja? Vielleicht ist es auch nur eine schwarz-weiß Kamera. Vielleicht sind die Kurse im Kryptomarkt gerade nicht so gut. Und dann hat es nur für eine schwarz-weiß Kamera gereicht. Ja? Tokenisieren oder worauf können wir uns da in Zukunft freuen? Ja, absolut. Also genau das ist das Ziel letztendlich. Das heißt, zum einen wird es so sein, dass in Zukunft alle Produkte der Marke, egal ob du ein T-Shirt kaufst... Ja, genau. War ein Witz, ne, dass der da zufällig vorbeigelaufen ist. Da, dann hätte man vielleicht auch nochmal kurz lachen können, ein kleines Smilchen einbauen können. Man könnte es jetzt natürlich so drehen, dass das ein Witz war. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Jungs hier... Ne, nicht jeder kann sich so eine Kamera wie du leisten. Ja, das hat ja damit zu tun, dass ich dass ich mich rechtzeitig aus den Bitcoins zurückgezogen habe, ja? Alles richtig gemacht. Hahaha. Ihr Crypto-Loser. Der Shady-Eindruck ist auf jeden Fall schon vorher gegeben gewesen. Bruder, ja. Ja, haben wir schon drüber geredet. Wie gesagt, er sagte Sarkasmus. Ich glaube ihm das. Jetzt einfach Benefit of Doubt. Ich habe es aufgrund der allgemeinen Aufmachung des Videos für Möglichkeiten, dass er hier wirklich auch die Leute einfach komplett verarschen möchte. Ich bin mir da nicht so sicher, dass das ein absichtlicher Witz war. Marvin ist auch mad. Bro, ich guck gerade Reaction-Video. Mach Reaction gerade. Ah. Jetzt liefert dem hier jemand noch Essen, oder was? Hallo. Marvin ist auch wirklich mad. Er ist mad. Er hängt sich da jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich dran auf. Man kann aber auf jeden Fall sagen, der Brudi hat mich auf jeden Fall gefressen. Andere Schuhe, egal was auch immer, kriegst du als NFT in deine App oder in deine Wallet überwiesen, also transferiert. Das bedeutet, du hast schon mal diese digitale NFT-Version deines Produkts, was du gekauft hast. Und da können wir die Vorteile der Blockchain einfach nutzen. Das heißt, über diesen NFT siehst du... Du kriegst einen wertlosen NFT für den Schuh, für den du 400 Euro bezahlt hast. Siehst du... Bro... Wirklich, niemand kann was dafür, dass du Non-Fungible Token nicht verstehst. Der Sinn hinter Tokenisierung. Schade ist halt einfach nur wirklich, dass jemand wie er mit einer relativ guten Reichweite, der absolut wirklich, und das ist kein Front, nichts von der Materie Krypto versteht an sich, seinen Zuschauern suggeriert. Jeder, der NFTs kritisiert, ja, ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr Drecks-Hater, ja. Hört doch mal auf hier, ja. Das, 90% der angebotenen NFTs mittlerweile ja, bei Null liegen und völlig wertlos sind. Das sei mal dahingestellt, ja. OpenSea, 90% Scam. Das haben die, glaube ich, sogar selber mal veröffentlicht, ja. So eine Statistik. Wenn es nicht genau 90% sind, ist es irgendwas in der Drehe, ja. Aber ich get es einfach nicht, meine Freunde, ja. Und vermittelt, dass das hier alles böse ist und hier und da. Also am Ende des Tages auf jeden Fall wieder schlecht für ganz Krypto. Das Gesamtbild von einer Zukunftstechnologie, die die Welt... Also Bro, also bei aller Liebe, ja, danke für das Kompliment, dass du mir so eine Reichweite hier unterstellst, ja, aber ich glaube nicht, dass ich hier die Krypto-Kurse manipulieren kann, ja, mit meinen Reactions hier. Komm, Alter. Welt um so vieles besser machen kann und auch wird. Nur der Prozess, der wird dann halt immer länger und steiniger, wenn... Bitcoin für den Weltfrieden, meine Freunde. Im Prinzip jeder mit sehr, sehr wenig Ahnung sehr, sehr viel Meinung zum Thema hat, ja. Wovon er offensichtlich wirklich nicht... Boah, das haben, wie gesagt, ganz viele Leute da reingeschrieben bei mir in seine... in die Kommentare unter meiner ersten Reaction. Muss man sagen, hat eine aktive Community auf jeden Fall. Natürlich nicht so aktiv wie ich, aber einige Leute haben sich auf jeden Fall schon berufen gefühlt, mir doch da mal ordentlich die Meinung zu geigen hier unter meiner Reaction, ja? Nichts versteht. Und das ist dann so eine Art Schneeball. Also seine Zuschauer, die auch, ich nehme das jetzt erstmal an, also die auch kaum was mit Krypto zu tun haben in der Masse, denke ich mal, die hören das, sind natürlich beeinflusst, weil Marvin wird ja wissen, was er da redet, ist ja ein großer YouTuber. Alter, hättest du mal nicht rausgeschnitten, wo ich sage, ey, ich gebe dir keine Finanztipps und ey, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, dann würden deine Zuschauer auch nicht glauben, was du hier von dir gibst, ja? Schon ein bisschen manipulativ, was er hier für Szenen rausgeschnitten hat, ja, muss man schon ganz ehrlich sagen, Alter. Eigentlich ziemlich uncool. Und dann prägt sich pauschal dieses stumpfe Bild von Krypto, ja? Also Krypto ist schlecht, alles Scam, alles Kacke. Jedem am besten davon abraten. Es ist schade, wirklich. Wo kommen die Materialien her? Ja, wo kommt das Leder her von dem Schuh? Wo ist das produziert worden? Echtheitszertifizierung, ja, Lieferkettenverfolgung. Das sind ja die Vorteile, die die Blockchain letztendlich bietet. Und zum anderen ist es so, ich habe vorhin diese Gaming-Elemente angesprochen.
So, da haben wir jetzt eigentlich, also das perfekte Beispiel, darauf geht er ja jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht ein, weil er mit der Information, die Tobi jetzt gerade vermittelt, auch einfach überhaupt gar nichts anfangen kann. Er versteht doch gerade nur Bahnhof. Und das meine ich nicht mal böse. Also Echtheitszertifizierung, Lieferkettennachverfolgung. Ach, das kann man alles nur im Rahmen eines NFTs kriegen, oder was? Echtheitszertifizierung. Habe ich noch nie in einem Produkt mitbekommen, physisch, oder was? Oh. Fairtrade-Verfolgung etc. Fairtrade? Ja, natürlich, ja. Also, damit man auch wirklich sicher sein kann, dass das Produkt, was man kauft, Fairtrade ist, muss das per NFT aber bescheinigt werden, ja? Ansonsten glaube ich ja nämlich erstmal gar nichts. Was der hier labert, Digga, ja? Pp. So viel geiler Stuff, den nur Krypto möglich macht und das... Das macht nur Krypto möglich, so eine Fairtrade-Verfolgung und so eine Echtheitszertifizierung, ne? Oh. Das ignoriert er jetzt Hilfe. Natürlich straight. Weil da kann er ja jetzt nichts stumpf runterhaten, ne? Na, das hole ich jetzt nach. Also Objektivität der Sache gegenüber, muss man jetzt mal an der Stelle sagen, ist auf jeden Fall absolut nicht gegeben. Oder? Mach doch Rap-Reactions, Alter. Lass doch eine Sache. Ja, Bro, hatte ich eigentlich auch vor, ja, weil dein Product Placement war ja getarnt als Kollege-Interview. Aber laut dir war es ja völlig obvious, dass es hier ein Leandro Lopez Product Placement Video ist und ich hab's einfach nur nicht gegettet, ne? der hat sie noch nicht alle, Digga, ja? Ist der Wahnsinn. In Ruhe, die du wirklich nicht gettest, Bro. Sagt, ich möchte unbedingt mein Taschengeld aufbessern, ich spare mir das jetzt wirklich dann auch konsequent zusammen, kauf mir den Leandro Lopez Schuh und lauf damit um meinen Block. Was kann man denn da so raus? Ist auch so perfide, ja, wie man auch direkt sagt, oh, da spare ich mir mein Taschengeld zusammen. Man weiß, Kollege hat auch viele junge Zuhörer, da wird direkt auch gesagt, da spare ich mir mein Taschengeld zusammen und nicht, da spare ich drauf hin oder da nehme ich was von meinem Gehalt oder sowas. Ja, das sind so kleine Details, die man jetzt beim zweiten Mal hören noch mehr mitbekommt, wo man natürlich auch direkt merkt, okay, ja, das soll ja an die Kiddies verscherbelt werden. Mann, ey. Ja, also super Frage. Im Großen und Ganzen ist es so, wir haben das aus... So, schau mal. Ja, für alle, die gesagt haben, das ist doch nur ein Spaß gewesen, offensichtlicher Spaß, dass hier zufällig der Typ da war und so weiter. Ne? Die reichen sich auch das Mikro hin und her, um noch den Eindruck... Also doch nicht der Lieferant hier, ne? Der junge Mann. Der sitzt da jetzt auch mit da, es sei denn, das ist bei Crypto Gang so üblich, dass der Lieferant da noch ein bisschen mitschillt. Warte, lass ihn ausreden. Noch zu verstärken, dass der Bruder wirklich nur zufällig da ist. Das lag vielleicht nicht daran, dass er einfach nur zwei Minuten... Ich kann das alles nicht mehr! Okay, jetzt wird's wirklich zu Verschwörungstheorie, Alter. Guck mal. Na, das sind wir doch bei dem Herrn hier ganz richtig. Ich sag euch, warum wir das... Alter, das ist ein gutes Video hier. Warum wir das Mikro... Also gut im Sinne von, kann man gut drauf reacten. Macht Spaß gerade, Digga. ...vor hin und her gereicht haben. Okay, liebe Freunde, jetzt hört zu. Zwei Tage vor dem Interview und die Leute, so intern Krypto-Gang, die uns verfolgen, die auf Insta dabei sind, die wissen, dass ich mache ja immer von allem, was ich mache, mache ich Stories etc. Zwei Tage vor dem Interview sind wir... Da muss ich gleich mal reinfollowen, Alter. ...nach Köln gefahren zu, wie hieß der Laden, Foto Gregor. Ja. Das ist so ein Laden halt in Köln, da kannst du halt so Kamera und Filmequipment und so. Da sind wir hingefahren, um für das Interview halt noch Equipment zu holen, wie zum Beispiel das im Video zu sehende Rode-Mikrofon. Und das, genau, das ist halt so ein Setup, das ist so ein Paket, da sind halt zwei Mics drin. So, jetzt haben wir zwei Mics, weil der ursprüngliche Gedanke des Interviews war, dass ich und Kollege uns gegenüber sitzen, okay, den Esel nennt man zuletzt, also ich und Kollege uns gegenüber sitzen und... hast den Esel wieder nach vorne geschoben. Dass Kollege und ich uns gegenüber sitzen und diesen Dialog führen. So. Das war jetzt auch offensichtlicher Sarkasmus, dieser Witz, ja, und nicht einstudiert. Jetzt hatten wir alles eingekauft, sind nach Hause gefahren, haben uns dann weiter... Ihr gettet das nur nicht. Tom, die Planung gekümmert, ich bin super nervös und angespannt gewesen. Und dann hat Stars ist übrigens ein sehr hohes Tier bei Leandro Lopez, ein leitendes Mitglied, hat mich angehauen, hat gesagt, Marcel, also wir sind da ja morgen mit mehreren Leuten, das ganze Team ist ja da. Sieht man zwar nicht, weil die alle hinter der Kamera stehen, ist ja logisch. Und der Tobi, Projektleiter, also der mit der meisten technischen Ahnung vom Projekt, ist auch da. Wie wäre es denn für die Community, wenn er sich dem Dialog anschließt? Da kann er vielleicht noch mal ein paar Fragen relativ... Das ist eine gute Frage, King Mufasa. Verkaufen die eigentlich Coachings? Bin interessiert. Also fände ich auch richtig geil, ja, wenn der Crypto Gang Bro hier auch ein Coaching hat. Da würde ich aber direkt reinschallern mit einem Jahresabo. Hier ein paar Fragen beantworten etc. pp. So, jetzt waren wir ja schon in Köln, hatten die Rode-Mikrofone geholt. Da sind halt nur zwei drin. Und dann hat mein Bruder halt gesagt, er ist ja übrigens der Videomensch, der für alles verantwortlich ist, hat gesagt, ja. Ach, der hat schon einen Cutter hier.
Gehaltserhöhung hier dem jungen Mann. Beste Arbeit ist das nicht hier. Ist ja jetzt nicht schlimm. Also ist ja menschlich, kann passieren. Dann, wenn Tobi redet, reicht ihr euch halt das Mikrofon hin und her, Digga. Jetzt ist das ein Detail. Jetzt ist das ein Indiz dafür, dass das nicht Zufall war. Ein Zufall, wo niemals gesagt wurde, dass das Digga, was? Meint ihr, die teilen sich die Kippe oder raucht jeder seine eigene? Was passiert hier gerade, Alter? Je nachdem, wie der Bitcoin-Kurs steht, ne? Den Druck noch zu verstärken, dass der Bruder wirklich nur zufällig da ist. Achtet auf die Details, ihr Schlafschafe. Ausgerechnet. Ja, das war natürlich auch sarkastisch gemeint, dieses ihr Schlafschafe, aber die Crypto Gang Bros hier, die getten das nicht. Durchschnittliche Leute. Überlegenheitslachen. Das ist, Ja, der jetzt wirklich einfach nur den Schuh kauft, den mit der App verbindet und dieses Ganze, was ich gerade erklärt habe, diese Challenges, dieses Avatar hochleveln, der das ignoriert. Ja, der sagt, es ist mir zu komplex, muss ich zu viel Zeit investieren. Einfach nur Schuh tragen, mit App verbinden und loslaufen. Hier verdient der durchschnittliche Läufer am Tag ca. $3,80, ja, was für den ein oder anderen Rapper ja quasi schon mehr ist. Hier verdient der durchschnittliche Läufer 3,80 €. Basierend auf was für Statistik? Da bin ich jetzt mal gespannt, ja. Ich möchte jetzt noch ein paar Insights in die Zahlen haben, weil das wirkt ja auf mich sehr beliebig und random. Und was kann ich mit den 3,80 € machen? Auf überhaupt gar keiner Statistik. Ich erkläre aber gleich, wie die 3,80 € zustande kommt. Okay, geil. Das fetzt. Kann ich mir davon nur ein Inventar kaufen oder was? Es heißt ein Haupteinkommen, muss man sagen. Genau, ist ein Monatsgehalt. Kannst dir jeden Tag einen Döner kaufen umsonst hier, ja? Nicht schlecht. Ja. So, und jetzt kommen ja diese ganzen Elemente dazu. Also was wir natürlich als Marke schon wollen ist, dass... Döner kriegt man mittlerweile für 3,80 €? Also wirklich aus der Ecke von Deutschland, wo Marvin herkommt, will ich auch gerne kommen. Ja, Bro, sorry, ich lebe seit 10 Jahren in den USA. Ich habe den aktuellen Dönerkurs jetzt nicht im Kopf. Ja? Das höre ich aber öfters, dass ich teilweise bei so Pfennigbeträgen, ja, bei so ganz kleinen Eurobeträgen sage, oh, da gibt es ja einen Döner für. Ja? Dann kriege ich auch mal gleich Shitstorm im Chat. Hey, Marvin, bist du bescheuert? Der kostet jetzt 6-7 €, Alter. Wenn man da Döner für 3,80 € bekommt. Also bei uns kostet mittlerweile... Durch die Inflation und so zahlst du für einen guten Döner. Gestern haben wir in Frankfurt einen Zehner für einen Döner. Man muss aber auch sagen, Alter, Döner an sich war der lange Zeit viel zu niedrig angepreist, ja. Ganz ehrlich, was man dafür bekommen hat. Ich weiß noch, Alter, ja, habe ich auch schon mal erzählt, hier Studentendöner bei uns am Jules-Curie-Platz in Halle. Den gab es damals für 2,50 € plus Cola, 0,3 Liter Cola, für Studenten halt umsonst, ja. Das Studentenmenü. 2,50 €, Alter, für ein Getränk und einen Döner, Alter. Geisteskrank, ja. Döner bezahlt, aber hat sich auch gelohnt. Freunde, Tombol-Döner in Frankfurt kann ich nur empfehlen. Dass die Leute dieses System nutzen, ja, mit der Marke interagieren, Challenges benutzen und so weiter und so fort. Und durch diese Interaktion kannst du das, diese 3,80 € oder $3,80 € extrem nach oben multiplizieren. Das heißt, du machst eine Challenge, kriegst einen 10-fach Booster für den Tag. Du machst irgendeine bestimmte Interaktion mit der Community, kriegst nochmal einen 50-fach Booster. Dann ziehst du deinen Avatar irgendwie... Was sind das für Challenges? Challenges gibt es übrigens nur per In-App-Purchase. Ja, guck mal, da kann er sich sogar nicht das Lachen verkneifen hier, ja? Meine Güte. Ach, hey. Nein, also da vielleicht mal kurz zur Erklärung. Die faktische Lage sieht so aus, dass du pro 1000 Schritte, und da kommen wir auch zur Erklärung, wie die 3,80 € zustande kommen, pro 1000 Schritte verdienst du 8 Cent. So, das ist erstmal die Basis. Also am Tag hast du maximal 20.000 Schritte, darauf ist das limitiert und da ist dann im Prinzip Schluss. Kann man sich jetzt natürlich ausrechnen, so kommen die 3,80 €, diese möglichen 3,80 € pro Tag zustande. So, nochmal. Aus, dass du pro 1000 Schritte, und da kommen wir auch zur Erklärung, wie die 3,80 € zustande kommen, pro 1000 Schritte verdienst du 8 Cent. So, 1000 Schritte sind 0,08 €. Das ist erstmal die Basis. Also am Tag hast du maximal 20.000 Schritte, darauf ist das limitiert und da ist dann im Prinzip Schluss. Kann man sich jetzt natürlich ausrechnen, so kommen die 3,80 €, diese möglichen 3,80 €. 20.000 pro Schritte pro, sind möglich pro Tag, hat er gerade gesagt, ne? 20 mal 0,08 Euro, beziehungsweise 20 mal 8 Cent sind, na, Masterstudent Marvin Texas, richtig, 3,80 €. Alter, das ist doch nicht sein Ernst. Also ich komme da auf 1,60 €. Ich blick's nicht. Ich get es einfach nicht. Ich get es einfach nicht, wo die restlichen 2,20 € herkommen.
Ich get es nicht. Ich get es einfach nicht. Ja? Digga, was ist denn das für eine Farce hier, Alter? In was für ein Rabbit Hole sind wir hier eingetaucht, Leute? Ich hoffe, der macht darauf hier keine Antwort, Alter. Ungern würde ich mich hiermit nochmal beschäftigen. Mal 2 und plus 60 halt, ja. Ist doch klar, ja. Ich get es halt nicht. Du hast 2 Schuhe. Super mega, dann würdest du auch auf 3,20 Euro kommen und nicht auf 3,80 Euro. Was laberst du? Oder pro Schnürsenkel kriegst du auch nochmal was dazu. Kann das sein? Ich glaube, jetzt haben wir es. 80 pro Tag zustande. Darüber hinaus hat man dann weitere Möglichkeiten. Ey, ist das krank, ja? Das ist wirklich komplett krank hier, ja? Plus ein T-Shirt, danke schön. 80, diese möglichen 3,80 pro Tag zustande. Mhm. Darüber hinaus hat man dann weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du die... Und das merkt keiner, ja? Das merkt keiner. Den seine scheiß Rechnung hier merkt keiner. Kann mir keiner erzählen. Hier. Oh, ha. Hm, voll der Experte, der Marvin. Hihihihi. Mega, richtig top. Schade, dass so viele ein falsches Bild haben. Hier, keiner sagt dir was. Mal nebenbei, da ich habe an den 2000, selbst wenn ich nur. Aha, cool. Ja, wo ist hier jemand, der sich darüber beschwert? Crypto Gang for Life. Löwe, Löwe. Wer hat diesem Marvin Internet gegeben? IQ wie ein Toastbrot. Wird geherzt von Crypto Gang. Anne Wand nageln. Wahnsinn, Digga. 20.000 Schritte, Grenze auf 40.000 erhöhen, wenn du sozusagen Community-Arbeit leistest. Weil davon profitiert natürlich das Projekt so an Bekanntheit und Netzwerkeffekten. Du bekommst also 40.000 mögliche Schritte anstatt 20.000. So als Belohnung. Und somit hat man ja schon mal die Möglichkeit, mehr zu verdienen. Es hat mehr als 3,80, ne? Denn 20.000 Schritte bei 1.000 Schritten je 8 Cent, ja, sind ja 3,80, ne? Niemand gesagt, dass du dann auch alles verdienst, einfach so. Weil es steht dir ja im Prinzip frei, ob du dich nach draußen bewegst und wirklich 40.000 Schritte läufst oder eben nicht. Das steht da jedem frei. Das heißt nicht... Sag mal, hat der irgendeinen Knebelvertrag mit Leandro Lopez? Bruder, wirst du bedroht oder so? Sag mir Bescheid, ich klär das, Alter, ja? Aber das ist ja also sehr, sehr, sehr kryptisch, was der Crypto-Gang hier verzapft, ja? Man verdient auf jeden Fall dann diese 7,60 Euro dann doppelt genommen, sondern, also du hast die Möglichkeit, also ob du dann 40.000 Schritte gehst oder nicht, das bleibt ja mir dann selbst überlassen. Aber die Möglichkeit, rein faktisch, die besteht. Und that's it. Darüber hinaus bist du ja mit deiner App verbunden. Also wenn du's willst, kannst du, ähnlich wie wir das beispielsweise damals von diesem Pokémon Go-Hype kennen, gewisse Challenges nutzen. Also du hast deine interaktive... Aber was denn für Challenges jetzt? Metaverse Leandro Lopez App, okay? Den Prototypen, den habe ich selbst in der Hand gehabt und gesehen. Also das ist jetzt nicht nur eine Idee oder eine Erzählerei. Das existiert wirklich. Ich bestätige euch das hiermit verbindlich. Ich habe das, wie gesagt, gesehen. Und du scannst damit deine Umgebung, okay? Stellt euch, versucht das zu visualisieren. Du hast dann da deine interaktive Karte, Map von da, wo du gerade bist, also standortbezogen. Und jetzt sagt dir die App beispielsweise, also Digi, guck mal, lauf mal da und da hin, dann kriegst du da wie bei Pokémon Go so eine Route angezeigt. Da sind meinetwegen 3000 Schritte von deinem jetzigen... Wie lange geht das noch hier? Alter. Pardon, von deinem jetzigen Standort aus entfernt. Das ist eine Challenge, ja. Und da, wenn man da ankommt, haben wir dann beispielsweise, was weiß ich, dann hat Leandro Lopez da eine Basketball-Challenge für dich. Oder schlag mich tot, keine Ahnung. Läufst da... Jetzt hat er mal ein bisschen Real Talk gedroppt hier, in Bezug auf die Challenges. Keine Ahnung. Er weiß anscheinend nicht, was für Challenges da jemals irgendwie passiert werden. Er weiß anscheinend nicht, was da jemals für Challenges geschehen werden. Er hat ja einfach nur ein Skript bekommen von Leandro Lopez. Ey, so und so sagst du das deinen Zuschauern. Danke. Dahin, hast dafür schon mal für einen Tag beispielsweise, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, mal 5 Multiplikator bekommen, okay? Und wenn du da jetzt an der Challenge, an diesem Ort, wo diese Challenge stattfindet, laut Leandro Lopez, wenn du da jetzt ankommst, musst du, keine Ahnung, also bei Pokémon Go sammelst du ja, wie gesagt, Pokémon, kämpft man da auch gegen Pokémon? Man auch gegen Pokémon kämpfen. Da kämpfst du beispielsweise. Das ist der Crypto Gang und die Pokémon-Gang hier, zusammen hier im Stream. Beispielsweise gegen Pokémon. In der Reaction meine ich natürlich, sehr offline aufgenommen hier.
Come on. Und bei Leandro Lopez musst du dann vielleicht, weiß ich nicht, über diese App die Umgebung scannen und dann hast du da irgendwo in deiner virtuellen App hast du einen Basketballkorb und dann sagt Leandro Lopez dir so, du hast jetzt 10 Würfe frei, wenn du 10 Mal triffst, kriegst du einen XC-Multiplikator noch oben drauf. Wenn du natürlich jetzt 9 Mal daneben wirfst und einmal triffst, hast du nochmal einen Multiplikator oben drauf. Aber ihr versteht schon das Prinzip, worauf das hinausläuft und wie das am Ende funktionieren soll. Von Challenge Packages. Oh, Alter. Den Hoodie an, dann hast du schon mal Faktor, weiß ich, mal 5 etc. Das heißt, in der Spitze wird es tatsächlich so sein, dass du teilweise bis zu $2,000 am Tag damit verdienen. Na klar, Alter. Wen wollen die hier ficken, Alter? Ganz ehrlich, ja. Ja, wichtiges Thema, ich muss dazu was sagen, liebe Freunde. Also schwierige Aussage natürlich mit den $2,000 wird jetzt relativiert und wirklich Entschuldigung meinerseits dafür, dass ich nicht sofort während diesem Interview eingehakt habe. Na, was ist denn jetzt los, lieber Crypto-Gang? Hat sich da jetzt hier jemand etwa akribisch ins Ruderboot geschwungen oder was? Da bin ich ja mal gespannt hier, ja? Und wirklich Entschuldigung meinerseits dafür, dass ich nicht sofort während diesem Interview eingehakt habe, weil diese shady, erstmal shady wirkende Aussage mit den 2000 am Tag echt für Diskussionen gesorgt hat, möchte ich dazu aber mal eben was erklären, wie es dazu kam, okay? Ich sitze da also in einem Interview, okay? Neben mir Kollege. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch das so irgendwie aus meiner Perspektive vorstellen könnt, aber ich stehe seit Tagen vor diesem Interview unter massiven nervlichen. Ja, er hat sich nicht getraut, etwas gegen diese $2,000 Aussage zu sagen, weil sein großes Idol-Kollege daneben saß, oder was? Junge, ich stelle meine Frage aus der ersten Reaction gerne nochmal. Wen wollt ihr hier ficken, Alter? Druck und auch Vorfreude und Euphorie und so, okay? Ich will nicht, dass da irgendwas schief geht. Digga, ich bin doch Fan. Ich bin doch einfach auch Fan. Ich höre doch seine Musik seit Kindheitstagen. Ich bin doch Fan. Mir wird gesagt, ey, wir haben organisiert Interview mit Kollegen. Übrigens, ich lüfte mal das Geheimnis, die immer jetzt die ganzen Tage spekuliert haben, wie das überhaupt zustande kam. Nochmal, das hier ist natürlich ein Product Placement. Das ist Marketing für eine ICO. Und Leandro Lopez. Natürlich ein Product Placement, ja. Also natürlich, ja. Merkt man von der ersten Sekunde in diesem Video. Es hat das organisiert. So, aber zurück zu der Geschichte. Ich erfahre, ich werde ein Interview führen mit diesem Mann. Ich bin super nervous, okay? Jetzt stellt euch folgende Situation. Also mit dieser Antwort, die hat er sich echt keinen Gefallen getan, Digga. Ja. Wirkt das Ganze für euch jetzt less shady? Vor. Ihr müsst einmal versuchen, das zu visualisieren. Ich also wochenlang davor, beziehungsweise ich habe 3 Wochen vor dem Interview Bescheid bekommen. Das heißt, wir haben 3 Wochen Zeit, das zu organisieren. Das haben wir natürlich zusammen gemacht, weil er mein Videomensch ist. Und da kommt so eine Nervosität auf mit der Zeit und du willst nichts falsch machen, das soll cool werden und bla bla bla. Fahre also zu diesem Interview und treffe da sozusagen, will jetzt nicht so super Fanboy-artig klingen, aber treffe da eine Art Idol für mich, okay? Ich bin super aufgeregt, alles ist vorbereitet, alles soll gut gehen. Wir haben da ein riesiges Setup. Hinter der Kamera steht einfach das ganze Leandro Lopez-Team. Da sind 10 Leute, alle Augen sind auf uns. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall ihm zustimmen. Das ist mega unangenehm, wenn du ein Interview führen möchtest. Und da sind einfach 10 Leute, die dich anglotzen. Das nervt komplett, Alter. Ja, das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal bei einem Interview. Meistens ist es ja so, dass ich mir dann doch eher eine ruhigere Situation suche, ja, wo nicht so viele Leute mit am Start sind. Aber selbst wenn da 2 oder 3 hocken, nervt das eigentlich schon, ja, weil die dann euch zuschauen, ja, die ganze Zeit beim Labern. Das ist irgendwie, das nervt, Digga, ja. Also wenn du jetzt keinen Kameramann hast, der die Kamera halten muss, dann bin ich eigentlich der Meinung, bei einem Interview sollten alle sich verpissen aus dem Raum, ja. Gerichtet und neben mir sitzt einfach fucking Kollege. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Du nimmst nicht wirklich teil in diesem Mind-Modus, in dem du in dem Moment bist. Weil ich darauf, also ich erzähle das einfach jetzt mal wirklich ungeschönt aus meiner Situation. Ich sitze da neben ihm und in meinem Kopf ist die ganze Zeit so dieses Bedacht darauf sein, wie sehe ich aus, wirkt das cool, wirkt das kacke. Er würde zu so einem Kollege-Interview auf jeden Fall nicht in Badehose gehen, ja, wie ich zu meinem letzten. Ach Gottchen, Alter. Aber worauf will er denn jetzt hinaus, Alter? Dass er so aufgeregt war, um seinem Kumpel hier reinzureden, oder was? Ich will nichts Falsches sagen, das Interview muss gut werden, etc. Und ich nehme so irgendwie intuitiv an dem Gespräch teil. Ich höre, was er sagt, aber irgendwie prägt sich das nicht in meinen Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Also will er uns damit sagen, dass er in einem Interview nicht funktioniert? Oder was? Dass alles, was er gesagt hat,
Dünnsches ist in diesem Talk. Nee, will er nicht, denn nur dieser eine Moment, wo er nicht etwas gegen diese 2000 Dollar gesagt hat, die man am Tag angeblich verdienen kann, da hat mal kurz seine Fanboy-artige Verehrung von Kollegen gekickt oder was. Nur bei der Situation oder was. Entweder ist alles, was du dort gemacht hast, Müll oder nix. Ja? Das ist jetzt krasses Zurechtbiegen, meiner Meinung nach. Ja? Aufgrund diesem Druck, muss man nennen, Leistungsdruck oder was auch immer. Das heißt, ich bin immer, während Tobi oder während Kolle schon redet, bin ich schon wieder bedacht, darauf zu denken oder zu planen, wie leite ich die nächste Frage ein, wie wird der nächste Übergang etc. Also das ist nicht einfach, dass ich da sitze und wir führen da einen Dialog. Das ist Druck, der da auf mir gelastet hat, okay? So, in diesem Mind-Modus ist Tobi am Erklären und es fällt jetzt auf einmal dieser viel zitierte Satz mit den 2000 Dollar pro Tag. Der, und das nehme ich jetzt vorweg, rastet nicht völlig aus, ich erkläre es gleich, der pauschal faktisch nicht falsch ist. Das kann man, aber ich relativiere das jetzt. Und ich sitze da regungslos. Warum? Weil ich das irgendwie natürlich in dem Moment, in dem Gespräch wahrnehme, was gerade passiert ist, aber ich reagiere einfach nicht. Fragt mich nicht, warum, liebe Freunde. Und leider ist es nicht dazu gekommen, dass Tobi das weitergehend relativiert hat, weil er vielleicht nicht wusste, an was für eine breite Masse diese Worte rausgetragen werden, okay? Zum Beispiel nämlich die Reaction von Marvin, die hat mehr Klicks als das eigentliche Video mit Kollega. Wie gesagt, das unten verlinkt, guckt es euch gerne an. Und jetzt sitze ich da also in dieser Situation, es fallen Worte, ich kriege das alles gar nicht bewusst mit, aber irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, bin nicht... Bruder, hält ihr seit 12 Minuten Monolog, Alter, was ist denn jetzt hier mit den 2000 Dollar? Er sagt das faktisch möglich, also wo ist das Problem, Digga? Ich bin nicht in der Lage, da in der Situation jetzt zu reagieren und ich hätte gerne reagiert, ich erkläre euch das. Ich habe also dieses Interview fertig und nach dem Interview passiert Folgendes. Alle sagen, ey, geil, geil, geiles Interview. Kolle sagt, geiles Interview, klopft mir auf die Schulter. Alle, die im Raum stehen, sagen, ey, ist wirklich ein Top-Interview geworden, geil. Und mir fällt ein riesiger Stein und ein riesiger Druck fällt mir von der Brust. Boah, Alter, wir haben es hinter uns gebracht. Geil, ich habe einfach ein Interview mit Kollega geführt. Ich war so stolz, okay? Einfach Euphorie, es war einfach geil. So, jetzt ist mein Bruder, der hier sitzt, dafür kannst du dich gleich auch mal entschuldigen. Jetzt, ich danke dir. Jetzt steckt er ihm hier noch das Messer in die Brust, ja? Guck mal sein Gesichtsausdruck, Digga. Ehrenlos, ja? Er ist ja mein Videomensch und wir arbeiten seit Jahren zusammen. Es ist immer alles, er macht immer alles gut. Ich vertraue ihm da komplett. Er hat ja auch nichts falsch gemacht. Er kann ja überhaupt nichts dafür. Hat natürlich, ist verantwortlich dann für den Abbau und war da schon mal abbauen. Wir waren in einem Auto, haben den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Nicht unbedingt die Thematik, die wir besprochen haben oder was gefallen ist. Darüber habe ich mir doch gar keine Gedanken mehr gemacht. Das war einfach nur ein geiles Gefühl, was das heute für ein Tag war. Okay, wir waren da einfach mit Kollegen im Hyatt Hotel und so. Das war einfach cool. Und er macht sich dann immer sofort, weil er übelster Workaholic ist, macht er sich an die Arbeit. Hat das dann zu Hause zusammengeschnitten und mir dann irgendwann Bescheid gesagt, ey Bro, geil, ich bin nochmal alles durchgegangen, ist alles cool, ist zusammengeschnitten, schick dir das, kannst du hochladen. Und genau das ist dann auch passiert. Und dann ist dieses Video online und es fällt der Satz mit diesen 2000 fucking Dollar am Tag. Nochmal, der nicht falsch ist, aber ich erkläre. Und ich denke mir, nein. Ja, man hätte auch, weiß nicht, ja, also man hätte noch in der Post-Production da vielleicht auch nochmal irgendwie eine kleine Einblendung mit reinpacken können oder sowas, wenn man das jetzt irgendwie relativieren möchte. Ich meine, es ist erstmal gut, dass das jetzt anscheinend relativieren möchte, was da vielleicht dran geknüpft ist, aber idealerweise wäre diese Relativierung natürlich schon im eigentlichen Video gewesen, weil dieses Video hier sieht nur ein Bruchteil der Leute, die sein eigentliches Video mit Kollega gesehen hat, weil hier sitzt Kollega nicht daneben. Hier sitzt der Lieferando-Service-Mensch daneben und raucht eine, ja. Ach nee, der Cutter. Scheiße, Digga. Hätte ich das bewusst mitbekommen, in irgendeinem Ablauf von diesem Prozess, natürlich kann man uns dafür eine Schuld geben. Klar, uns hätte das auffallen müssen. Mein Fehler, gestehe ich ein. Es ist. Aber siehst du, Crypto Gang Bro, das hat doch dann auf jeden Fall schon mal etwas Gutes, dass ich auf dein Video so kritisch reacted habe, weil somit kannst du die konstruktive Kritik meinerseits hier in eine aufrichtige Entschuldigung umwandeln und gewisse übertriebene Aussagen aus deinem Originalvideo nochmal revidieren. Gern geschehen, Bro. Gern geschehen. Ist mir nicht aufgefallen, okay?
So, und im Nachhinein ist das Video jetzt online. Jemand wie Marvin Review G California, der Bro hin. Auf einmal kann er doch Marvin Review G sagen und nicht Marvin G Review, ja. Wo er ein bisschen hektischer wird und nicht mehr so seine Fassade aufrechthalten kann, ja, wo er wirklich dann auch in die Bedrängnis kommt, sich für dieses 2000-Dollar-Statement zu rechtfertigen, dann sitzt mein Name auf einmal wieder, ja. Mensch. Himself macht eine Reaction und mehr Leute sehen seine Reaction, fast 50.000 Klicks jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ja, und jetzt bist du angeschissen, ne? Jetzt sitzt du da. So, ich relativiere das nochmal mit dem, was ich gerade gesagt habe. Diese 2.000 Dollar pro Tag, die der Projektleiter Tobi da angesprochen hat, die sind faktisch machbar. Das heißt aber nicht, dass du einfach als Einzelperson, die du bist, hingehen kannst und einfach mit dem... Ah, das ist kollektiv, kann man dann 2.000 Dollar machen oder was? Aber Einzelperson? Ah... Man kann insgesamt, ja, alle Schuhe zusammen sind gecapped bei 2.000 Dollar. Ein Schuh jeden Tag 2.000 Dollar verdienen kannst, das ist völliger Quatsch. Das ist natürlich Quatsch und es ist... Ja, aber so habt ihr das Ganze beworben in eurem Werbevideo, Digga. Ja, ich war da nicht der Einzige, der das so verstanden hat, Alter. Natürlich aus unserer Sicht gesehen oder aus der Sicht des Zuschauers gesehen ist es natürlich ein shady Beigeschmack, wenn so ein Satz fällt. Okay, also Marvin hatte auch gesagt, dann niedere Instinkte angespielt und so. Das kann man schon so dribbeln. Ja, ja, klar. Aber jetzt hört ihr ja die andere Version, wie es dazu gekommen ist. Um diese 2000 Dollar am Tag zu verdienen, jetzt passt auf, müssen unfassbar viele Gegebenheiten, Events und Challenges und Multiplikatoren aufeinander kommen, dass das in 365 Tagen für ein oder zwei Personen vielleicht einmal speziellerweise möglich ist. Vielleicht aber auch nicht. Aha. Na, dann kann ja nichts schief gehen, ja? Rein in die Masse, holt euch die 2K, Digga. Bro, also was soll ich jetzt hier noch sagen, Alter? Ja, ganz ehrlich. Was soll ich jetzt hier noch sagen? Das ist der Punkt oder die Information, die nach diesem Satz 2000... Ich danke dir. Brimbo, und danke für die 200 Bits. Kann ich auch 2 Paar kaufen und auf allen Vieren laufen gehen? Ja, und weißt du, du kannst auch einen Zweifach-Multiplikator aktivieren, indem du es im Krebsgang machst. Alter, ich krieg die Krise, ja. 1000 Dollar sind möglich, fehlt. Diese Lücke, die fülle ich jetzt mit dieser Relativierung. Ich habe das extra nochmal mit dem ganzen Team von Leandro Lopez besprochen. Leute, ist das wirklich möglich, 2000 Dollar am Tag? Weil wenn nicht, dann können wir das so nicht stehen lassen. Ja, die Bestätigung ist, das ist möglich, aber Marcel, du musst dich bitte nochmal hinsetzen und den Zuschauern das relativieren, weil das... Ja, ja, klar, ne? Marcel, bitte, ja, du musst das nochmal relativieren. Ist ja nicht so, dass man das eigentliche Video alles geschaut hat, ja. Aber da hat die Marketingabteilung von Leandro Lopez, ja, das 2000 Mann starke Marketing-Team von Leandro Lopez, hat da auf den Marcel nochmal eingeredet in einem Emergency-Meeting, ja, über Zoom-Call, meine Freunde, dass der Marcel das nicht so stehen lassen kann, ja, weil im Endeffekt... Ja, ist ja nicht so, dass er das jetzt hier gerade im Rahmen einer Reaction auf mein Video macht, sondern er hätte es sowieso gemacht. Ja, auch wenn mein Video nicht existieren würde, wäre sowieso nochmal das Relativierungsvideo, das Ruderbootsvideo von Marcel persönlich gekommen hier. Ja, genau. Das kam vielleicht falsch an. Also, vielleicht eine, zwei oder drei Personen innerhalb von 365 Tagen werden die Möglichkeit haben, wenn sie denn wirklich dann auch alle Schritte gehen, alle Challenges machen, alle Multiplikatoren nehmen, und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, hört mal zu, ja? Ich werde bald einen Coin rausbringen. Bogota Coin heißt der. Ihr könnt damit pro Tag über ein NFT und ein physisches Produkt, was ich euch jetzt noch nicht erzähle, was es ist, bis zu 10k pro Tag verdienen. Hier ist der Link. Und gut ist. 5 Tage später mache ich dann ein Video und sage, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und der sieht ja kein Problem mit der ganzen Chose. Leute. Aber trotzdem besteht die technische Möglichkeit für 1, 2, 3, 4, was weiß ich. Ja, die Möglichkeit besteht auch, dass Marcel mit seinem nächsten Smash-Hit in den US-Single-Charts, in den Billboard-Charts auf 1 chartet und
weltweit in allen Ländern Diamant geht. Diese Möglichkeit besteht. Aber natürlich passiert das nicht, verdammte Axt. Ich vielleicht lasse 10 Personen im Jahr sein, dass man das überhaupt erreichen kann. Es wird vermutlich nicht erreicht, weil du musst dann ja wirklich alles, was geht. Der Avatar muss bis zum letzten Punkt gelevelt sein. Mhm. Die Challenges müssen alle gemacht werden. Die Multiplikatoren müssen alle mitgenommen werden. Digga, du musst da wahrscheinlich 100.000 Schritte laufen am Tag oder so. Ist ja Quatsch. Aber das ist ja Quatsch. Das ist eine gute Zusammenfassung von der ganzen Show hier. Ist ja Quatsch. Das macht die Aussage pauschal nicht falsch. Technisch ist es rein theoretisch möglich. Und mir war das nochmal wirklich ganz, ganz wichtig, vor allem für euch, für meine Community, das zu relativieren, weil... Ja, ja, genau. Wie gesagt, aus freien Stücken, ja. Nicht nur, weil ich das angeprangert habe. Dieser pauschale Satz, wenn man diese Information, die ich euch jetzt gegeben habe, weglassen würde, dann sieht es wirklich shady aus. Man könnte übrigens auch einen kleinen Schriftzug nochmal unter das Originalvideo packen und das Ganze nochmal relativieren. Man könnte auch nachträglich noch eine Einblendung im Video stattfinden lassen. Das geht im YouTube-Editor, lieber Crypto Gang Bro. Nur ein Vorschlag, ja, wenn du wirklich so transparent sein möchtest hier mit der ganzen Nummer, könnte man das zumindest auch im Originalvideo nochmal mit einem Hinweis gebührend zeigen, ja. Ich hoffe aber, ich habe diese Lücke jetzt gefüllt und ihr könnt das selber auch nochmal ein bisschen relativieren und vielleicht habt ihr jetzt so ein Ah, so war das gemeint Effekt. Das war unser Fehler, ja, das war eine Aneinanderreihung von, ja, weiß ich nicht. Zufällen? Nennen wir es Missverständnisse, die dazu geführt haben, dass diese pauschale Aussage, ja, du kannst ja $2.000 am Tag verdienen, dass die so im Raum gelandet ist und dann in unserer Sphäre so rumgeschwebt ist. Mir war das aber nochmal ganz wichtig, das klarzustellen. Freunde. King. Langer Penis, sehr, sehr langer Penis, kurzer Sinn. Die Reaction von Marvin, die geht ab der Stelle jetzt natürlich noch. Alter, jetzt bricht der ab, ja? Die Stelle mit dem Return of Investment zeigt er zum Beispiel nicht, ja? Wo ich ihn nochmal für sein fehlendes Know-how mit Basic BWL Terms fronte. Ja, was ist denn hier los? Jetzt bricht der ab hier, ja? Krass. Etwas zusammengefasst weiter und zusammengefasst triggert er sich bis zum Ende immer weiter rein in seinen Bashing-Mode und wird hier und da auch noch etwas persönlich mir gegenüber, zum Beispiel, dass wir reiche Eltern haben und reich reingeboren sind etc. Das ist natürlich. Ich habe, glaube ich, gesagt wahrscheinlich, oder? Also ich habe bestimmt nicht gesagt, ich weiß, dass die reiche Eltern haben oder sowas, ja. Ja, kleines Profiling meinerseits, ja. Das darfst du mir nicht so übel nehmen, mein Freund. Ist natürlich Quatsch, Freunde, und da werde ich jetzt keinen Bezug drauf nehmen, das ist mir dann an der Stelle auch ein bisschen zu dumm. Ich will hier kein persönliches Battle mit Marvin G, okay, darum ging es mir bei dieser Reaction nicht, aber mein Fazit der Geschichte... Aber krass, hier sagt er ja auf jeden Fall, dass er das Video schon vorher mal gesehen hat, ne? Er gibt das hier ja zu, dass es keine Reaction ist in dem Sinne, sondern ein Kommentar über ein Video, welches er sich vorher komplett reingezogen hat, mindestens einmal. Dafür war es argumentativ und... Ja, also relativ schwach, muss ich sagen, ja. Geschichte ist, liebe Freunde, hier hat jemand außerhalb der Kryptoszene mit wirklich wenig Ahnung, dafür aber sehr viel Meinung. Ich habe nie gesagt, dass ich Ahnung habe von Krypto, zum 80. Mal, ja. Das hat er natürlich alles rausgeschnitten, wo ich darauf hingewiesen habe in der Original-Reaction. Finde ich persönlich sehr, sehr uncool an der Stelle. Ja, das hätte man drin lassen können. Und das soll kein Hate sein, legitimerweise auf ein Interview reagiert und viele falsche, aber auch tatsächlich viele richtige Schlüsse gezogen. Meine Reaktion darauf, Freunde, die wollten viele von euch und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und eure Reaktion, die packt ihr natürlich sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, weil da gehört sie hin und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Bleibt natürlich bei... Da meint er, glaube ich, nicht nur die Crypto-Gang hier, ne? Lasst dem guten Crypto-Gang-Bro da gerne mal eine Meinung da... Und auch liebe Grüße natürlich von mir an der Stelle. Bei jeder Meinung, die ihr habt, bitte gegenüber allen Parteien, natürlich respektvoll. Wer sich das ganze Video... Aber natürlich auch hier von meiner Seite her, frei von Beleidigungen, bleibt respektvoll. Kritik ist immer dann valide, wenn sie fundiert geäußert wird. Von Marvin, auf das ich mich bezogen habe, reagieren möchte, den Link findet ihr natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung und das ursprüngliche Video findet ihr jetzt gleich im Abspann, also das Interview mit Kollega. Und an der Stelle würde ich sagen, Freunde, alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden. Wer sich für das Projekt Leandro...
Werdet Teil der Crypto Gang, meine Freunde. Ob es interessiert, nochmal, ja, das ist eine Kooperation, ein Product Placement, aber ein sehr, sehr gutes mit sehr, sehr viel Potenzial. Den Link habt ihr ganz oben in der Videobeschreibung aktuell noch im ICO zum günstigen Preis zu haben. Läuft noch bis Ende Februar, Freunde. Guckt und befasst euch mit der Frage, ob euch das interessiert oder nicht. Beide Auskommen sind völlig in Ordnung und die Sache ist wie ein Spiegel. Wir sehen uns zum nächsten Video. Reingauen. Jo, das war die Antwort von Crypto Bro auf mein Video. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde es erstmal sympathisch, dass er sich überhaupt dazu geäußert hat. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Man hätte auch jetzt hier, keine Ahnung, ja, man hätte auch irgendwie einfach nur in DMs verkehren können oder man hätte Insta-Stories machen können oder so. Dass er sich die Zeit genommen hat und dazu ein extra Video gemacht hat, finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde es cool, dass er auf jeden Fall mir in bestimmten Punkten auch recht gegeben hat. Ich habe ihm ja auch in bestimmten Punkten recht gegeben. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich unsympathisch oder sowas. Ja, ich glaube, der ist wahrscheinlich eine coole Socke eigentlich. Aber da sind wir einfach aus zwei verschiedenen Welten, Digga. Hey. Digga, ich bin da mehr so, ich bin von Crypto wenig angetan bisher. Wie gesagt, das kann sich vielleicht in ein paar Jährchen noch ändern. Und er ist halt der Mega-Fan. Da sind wir halt aus zwei verschiedenen Bubblen. Ich glaube, beides ist okay. Ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es Leute gibt, die definitiv auch Gewinne eingefahren haben mit Cryptocurrency. Ja. So wie er mir das unterstellt hat, möchte ich es auf jeden Fall nicht stehen lassen. Ich habe nicht pauschal gesagt, dass Crypto Müll ist. Mein Interesse besteht darin jetzt momentan nicht mehr. Und ja, trotzdem wünsche ich dem jungen Mann natürlich weiterhin viel Erfolg hier mit seinem Kanal hier. Ich könnte natürlich auch, um die maximale Neutralität zu bewahren, den Leandro Lopez Schuh für euch testen. Also Angebot an Leandro Lopez, official, ja, official announcement, official offer. Ich teste eure Schuhe gerne, mal einen Monat lang und teste dann, was ich damit verdiene und wenn das wirklich cool ist und wenn da coole Challenges dabei sind, das Spaß macht und man durchaus sieht, dass da der eine oder andere Euro mit bei rumkommt, mache ich da natürlich gerne ein Video zu und berichte über meine Erfahrungen.